Ich freue mich, euch alle hier begrüßen zu dürfen im Namen der Veranstalterin. Mein Name ist Barbara Fried. Ich arbeite hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung als Redakteurin der Zeitschrift Luxemburg und bin in dem Netzwerk Care Revolution aktiv. Worum es in den nächsten 2,5 Tagen gehen soll, haben wir programmatisch in den Titel geschrieben. Auf dem eingeschlagenen Weg im Pflege- und Gesundheitssystem kann es auf gar keinen Fall so weitergehen. Es bedarf einer grundsätzlichen Richtungsänderung, einer Umkehr. Und dafür brauchen wir neue Strategien und Bündnisse, einen Austausch zwischen verschiedenen Akteuren und die Verbindung bestehender Kämpfe. Und deshalb sind wir alle hier. Vor 1,5 Jahren haben wir hier in diesem Raum die erste Aktionskonferenz Care Revolution eröffnet. Im April nächsten Jahres wird die zweite stattfinden und die damalige Konferenz hat einen wichtigen Akzent gesetzt und bei vielen die Idee einer Care Revolution im politischen Bewusstsein verankert. Vor allem im Feld der unbezahlten Sorgearbeit hat sie Vernetzung ermöglicht und die Artikulationsfähigkeit gestärkt. Ganz unterschiedliche Akteure berufen sich an verschiedenen Orten auf diesen Slogan. Was damals noch weniger im Fokus stand, war die systematische Verbindung mit gewerkschaftlichen und eher institutionalisierten politischen Akteuren. Und für einen nächsten Schritt braucht es außerdem eine wirkliche, eine praktische Verbindung der Anliegen, um nicht nur diskursiv, sondern politisch wirkmächtig zu werden. Wie wir das hinkriegen, ist Thema dieser Konferenz. Das Netzwerk Care Revolution ist diesmal einer von drei VeranstalterInnen. Die anderen beiden sind die Bundestagsfraktion der Partei Die Linke und die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Inhaltlich vorbereitet wurde das Programm aber von einem weitaus größeren Kreis. Beteiligt waren kritische MedizinerInnen, Gewerkschaftsaktive und solche aus Selbstorganisierungsnetzen von Menschen mit Behinderungen und pflegenden Angehörigen sowie AktivistInnen aus linken Bewegungskontexten. Im Detail habt ihr die Gruppen alle auf der Rückseite des Flyers sicher gesehen. Ohne deren kreative und sachkundigen Input wäre das Ganze hier überhaupt nicht möglich gewesen. Und an dieser Stelle allen, die daran beteiligt waren, schon mal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Mit den genannten Akteuren waren in dem Vorbereitungskreis drei oder eigentlich sogar eher vier zentrale Perspektiven vertreten, die wir auf dieser Konferenz verschränken wollen. Das sind zum einen Menschen mit und ohne Behinderungen, die auf Pflege, Assistenz und Unterstützung angewiesen sind. Das sind zum anderen deren Angehörige und Freundinnen, an denen ein Löwenanteil dieser Arbeit hängt. Und zwar oft in einer Art Rund-um-die-Uhr-Verantwortung und nach wie vor sind die meisten von ihnen Frauen. Und zum dritten sind es diejenigen, die als professionelle Pflegekräfte und Assistentinnen, als Hebammen und Ärztinnen, als Hospizangestellte und Sozialarbeiterinnen viel Lebenszeit damit verbringen, die Gesundheit und das Wohlbefinden anderer zu stärken, als Fachkräfte und Beschäftigte. Sie alle leisten Außergewöhnliches und werden doch in ihrer Situation oft nicht ernst genommen. Ihre Tätigkeit bleibt häufig unsichtbar. Dabei ist das Angewiesensein auf andere eine menschliche Grundbedingung. Ist es Care-Arbeit, die unsere Gesellschaft zusammenhält. The work that makes all other work possible, haben die protestierenden Haushaltsarbeiterinnen in New York gesagt. Die Arbeit, die alle andere Arbeit und natürlich das Leben überhaupt ermöglicht. Das Angewiesensein auf andere als Schwäche gewertet und Sorgearbeit, egal in welcher Form, so gering geschätzt wird, hängt mit den Widersprüchen und Verwerfungen dieser Gesellschaft zusammen. Und darum gehört eigentlich noch eine vierte Perspektive dazu, die sich in gewisser Weise durch die anderen drei durchzieht, nämlich die Perspektive derer, die die katastrophalen Zustände im Gesundheitswesen als zugespitzten Ausdruck der gegenwärtigen Krise betrachten, als Folge einer Gesellschaft und Ökonomie, in der sich alles rechnen muss, auch die Sorge um andere. Davon ist eine Vielzahl von Menschen betroffen. Für sie wäre eine andere gesellschaftliche Daseinsvorsorge, die solidarisch finanziert und demokratisch organisiert wäre und in der entsprechend Raum für gute Erwerbsarbeit wäre und Zeit für Sorgearbeit, eine enorme Erleichterung. Ein solches gestärktes Öffentliches könnte ein gemeinsames Projekt sein, ein linkes Projekt, das ganz unterschiedliche Teile der Bevölkerung verbinden würde, quasi eine Art Care Revolution.
Warum ist eine solche öffentliche Infrastruktur nicht schon längst selbstverständlich? Wieso herrscht permanenter Kostendruck und Mangel? Und wie kann es sein, dass die einen in schicken Pflegeheimen leben und andere im Minutentakt gespritzt, gefüttert, gewickelt werden? Und wie kann es sein, dass Menschen mit Beeinträchtigung tagtäglich um so vieles ringen müssen, was für andere, die vermeintlich gesund sind, selbstverständlich ist? Zum Beispiel um Mobilität. Wenn jede U-Bahnfahrt eine buchstäblich unüberwindbare Hürde darstellt, weil man nie weiß, ob dort, wo man hin will, ein funktionierender Fahrstuhl ist. Und warum gilt in unserer Gesellschaft die Arbeit mit Menschen so viel weniger als die mit Maschinen? All das kommt nicht von irgendwoher. Es ist der fundamentalistische Neoliberalismus, wie es Alexis Benos gestern Abend genannt hat, und dessen Sparpolitiken, die den gemeinsam produzierten gesellschaftlichen Reichtum zugunsten einiger weniger verteilen und Gelder aus öffentlichen Kassen in private Unternehmen. Und es ist die Tatsache, dass Sorgearbeit nicht nur privatisiert, also marktwirtschaftlich organisiert wird, sondern außerdem zurückverschoben wird in die Haushalte, ins Private und in die Sphäre der Frauen. Bis heute wird sie als eine Art natürlicher weiblicher Kompetenz behandelt und entsprechend gering geschätzt. Wird als Tätigkeit abgetan, die vermeintlich keiner Qualifikation bedarf und folglich nicht oder schlecht entlohnt werden kann. Auf dieser Arbeitsteilung basiert die gegenwärtige Gesundheits- und Pflegeordnung. Eine Pflegeversicherung mit Teilkaskoanspruch kann nur funktionieren, wenn jemand die verbleibende Arbeit umsonst macht. Krankenhäuser, die entlassen, sobald sich der Fall nicht mehr rechnet, können das nur, wenn zu Hause jemand die Schicht übernimmt und die eigenen Ansprüche ans Leben sehr weit zurückstellt. Die Absurdität dieser Logik wird im Pflege- und Gesundheitssystem besonders deutlich. Wo Wachstum und Profit das Kriterium des Handelns sind, sind es die Bedürfnisse von Menschen auf jeden Fall nicht. Effizienz und Rationalisierung stehen in der Arbeit mit Menschen, anders als in der Güterproduktion, schlicht im Widerspruch zu einem guten Leben. Unter solchen Bedingungen werden dann sehr schnell die Bedürfnisse der einen gegen die der anderen in Gegensatz gebracht, wird versucht, die einen gegen die anderen auszuspielen. Wenn beispielsweise Pflegekräfte unter Bedingungen von massivem Personalmangel und Zeitdruck zuweilen allein für über 30 Patientinnen zuständig sind, dann muss jeder Sonderwunsch einer Patientin zum Stressfaktor werden. Wenn pflegende Angehörige am Rande ihrer Kräfte ihre Eltern, Partnerinnen oder Freundinnen versorgen, dann ist die Tatsache, dass vom ambulanten Pflegedienst nur 7 Minuten fürs Insulinspritzen vorgesehen waren und die Mutter deshalb nicht mehr zur Toilette begleitet werden konnte, ein Stressfaktor. Der Ärger richtet sich nicht selten gegen die professionellen Unterstützerinnen. Wenn die Pflegekrise nicht nur durch Ehrenamt kompensiert wird, sondern auch dadurch, dass Pflegekräfte aus anderen Ländern angeworben werden, weil sie so unschlagbar billig sind, dann werden diese als Lohndrücker zum Stressfaktor hiesiger Pflegekräfte. Solche Konflikte liegen aber nicht in der Sache. Sie werden politisch hergestellt, und zwar durch eine Verknappung öffentlicher Ressourcen. Dieser vermeintliche Verteilungskampf unter denjenigen, die auf öffentliche Infrastrukturen angewiesen sind, weil sie privat nicht genug haben, wird dabei keineswegs nur billigend in Kauf genommen. Es ist ein Moment des Regierens durch Spaltung und Einbindung. Diese Art von Verteilungskampf wird in den letzten Wochen insbesondere in Bezug auf die geflüchteten Menschen in Deutschland geradezu herbeigeredet. Es ist kein Zufall, dass von zu erwartenden Sozialkürzungen gesprochen wird, weil angeblich die Versorgung der Geflüchteten so teuer ist, bei einem derzeitigen Haushaltsüberschuss von 21 Milliarden Euro, nur im ersten Halbjahr. Gegen solche und andere Spaltungsversuche müssen wir uns wehren, wenn wir etwas bewegen wollen. Und zu bewegen gilt es einiges. Es gilt, Pflege und Gesundheit ganz anders zu organisieren, das heißt aber auch, Gesellschaft zu verändern. Denn andere, bedürfnisgerechte und solidarisch finanzierte soziale Dienste sind nicht zu haben ohne eine Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums, ohne eine Demokratisierung des Öffentlichen, ohne die Neuverhandlung der Geschlechterverhältnisse und ein völlig anderes Verständnis von Gesundheit und Körper. Soziale Infrastrukturen können hier eine verbindende Perspektive sein und die Interessen von vielen bündeln. Der gemeinsame Fluchtpunkt wäre dann vielleicht eine sorgende Gesellschaft, die die Bedürfnisse der Menschen zum Maßstab nimmt und Care-Arbeit radikal aufwertet. Das Ringen darum wäre dann auch ein Eintreten gegen die Logik von Austerität und hierzulande auch ein Beitrag gegen die herrschende Krisenpolitik. Aber was heißt das?
Es gilt, eine Bewegung aufzubauen, eine Bewegung der Bewegungen, nicht alle im Gleichschritt, aber doch irgendwie an einem Strang ziehend. Und gleichzeitig, was für eine Überforderung, wenn wir schon den eigenen Arbeitsalltag nicht bewerkstelligen und die Sorgearbeit erst recht nicht. Und jetzt nicht nur das Gesundheitssystem verändern, sondern gleich noch die Gesellschaft. Können wir nicht erst das eine und dann das andere machen? Ja und nein. Jedenfalls ist es kein Entweder-Oder. Wir müssen die vielen kleinen Schritte gemeinsam gehen, um genug Kraft zu sammeln, um langsam, aber stetig Spielräume zu erweitern und überhaupt politisch handlungsfähig zu werden. Und um dann auch wieder mehr Kraft und Energie zu haben und kollektiv etwas entwickeln zu können und für gegenseitige Solidarität. Außerdem fangen wir ja nicht von null an. Es gibt ja schon unzählige Bewegungen dieser Art und viele sind hier. Mehr von uns ist besser für alle, ist der Slogan der Pflegekräfte an der Charité und sie streiten schon sehr erfolgreich für eine gute öffentliche Gesundheitsversorgung. Und sie sind bei weitem nicht allein. Pflegekräfte legen sich in Flashmobs auf die Straße und zeigen ihre Wut darüber, dass die Pflege am Boden ist. Nicht zu vergessen die unzähligen Initiativen, in denen sich Menschen, die auf Assistenz oder Pflege angewiesen sind, selbst organisieren, genauso wie pflegende Angehörige. Sie alle wollen raus aus der Vereinzelung und ringen um Teilhabe und Anerkennung. Und schließlich all jene, die schon hier und jetzt versuchen, Gesundheit und Pflege ganz anders zu machen. Das betrifft die praktische Solidarität der Medibüros, genauso wie Gesundheitskollektive und Poliklinikprojekte, die Alternativen in der ambulanten Versorgung schaffen. Gestritten wird an so vielen Orten für einen grundlegenden Perspektivwechsel eben eine Umkehr. In diesem Sinne, hoffe ich, kann die Konferenz ein weiterer gemeinsamer Schritt sein, die unterschiedlichen, oft lokalen und nach Branchen organisierten Bewegungen zusammenzubringen und zu überlegen, wie wir sie in den alltäglichen Auseinandersetzungen praktisch verbinden können. Ich hoffe, dass uns in den nächsten 2,5 Tagen etwas in diese Richtung gelingen wird, dass uns gelingen wird zu sagen, was falsch läuft und uns darüber auszutauschen, woran es liegt. Aber vor allem wollen wir gemeinsam diskutieren, was wir tun können, dass es sich ändert. In diesem Sinne wünsche ich euch eine anregende und kraftvolle Konferenz. Bevor ich jetzt das Mikro an Kirsten übergebe, möchte ich noch 2 Sätze sagen. Die meisten Leute, die an dieser Konferenz maßgeblich mitgewirkt haben, tauchen im Laufe der nächsten Tage an irgendeiner zentralen Stelle auf. Aber klassischerweise gibt es ja auch immer viele Leute, die Relevantes beigetragen haben, aber eher unsichtbar bleiben. Und denen wollte ich jetzt zum Anfang nochmal ganz herzlich danken. Das sind zum einen Kolleginnen aus Stiftung und Fraktionen, vor allem aus dem Veranstaltungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit. Es sind vor allen Dingen aber auch unsere Übersetzerinnen da hinten und es sind ganz wichtig auch die vielen, vielen bezahlten und unbezahlten Helferinnen, die hier die ganze Zeit rumwuseln und alles möglich machen. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank euch. So, guten Abend. Mein Name ist Kirsten Schubert. Ich bin Ärztin und im Vorstand des Vereins Demokratischer Ärztinnen und Ärzte, Mutter und habe knapp zwei Jahre bei Medico International gearbeitet und war auch hier in der Vorbereitung involviert. Ich werde Sie kurz durch das Programm führen, was Sie die nächsten 2,5 Jahre. So habe ich mir das vorgestellt, dass wir ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen. Ich werde Sie durch das Programm führen, das die nächsten 2,5 Tage uns zusammenbringt. Und was wir uns dabei gedacht haben, will ich Ihnen auch ein bisschen darstellen. Wie Barbara gerade schon gesagt hat, ist das Ziel der Konferenz, die gesamte Breite der Akteure darzustellen. Das heißt, Menschen aus der Pflege, aus der Gesundheit, aus der Assistenz, also wirklich über alle Bereiche der Gesundheit und Pflege hinweg. Wir wollen aber auch Kritik bündeln, Kritik zusammenbringen, aber insbesondere Alternativen und praktische, konkrete, andere Handlungsansätze gemeinsam entwickeln. Wie können wir uns als Beschäftigte, als Patientin, Menschen mit Pflegebedarf oder Assistenzbedarf, als pflegende Angehörige oder einfach als Freundinnen, Freunde, wie können wir uns besser organisieren und gemeinsam unsere Interessen vertreten? Das ist unsere Frage. Wie können wir das Gesundheitssystem, ja, aber auch die Gesellschaft solidarischer, demokratischer organisieren.
Dazu wollen wir in den nächsten 2,5 Tagen gemeinsam diskutieren und beginnen heute Abend mit dem Auftaktpodium. Da soll die Situation in Gesundheit und Pflege in einen breiteren gesellschaftlichen Kontext gestellt werden. Morgen Vormittag haben wir dann 3 Einführungsvorträge, die verschiedenen Gesichter der Krise und der Krise in der Pflege und Gesundheit aufzeigen sollen und ihre Ursachen beleuchten. Die Ursachen werden beleuchtet aus feministischer Perspektive, aus der Perspektive von Beschäftigten, aus der Perspektive von Menschen mit dauerhaftem Pflege- oder Assistenzbedarf oder pflegenden Angehörigen. Nach diesen Einführungsvorträgen beginnt dann die Workshop-Phase. In der Workshop-Phase sind mehrere Blocks vorgesehen. In dem ersten Block soll es eher darum gehen, dass sich ein Austausch innerhalb der Tätigkeitsfelder stattfindet. Das heißt, also innerhalb der verschiedenen Bereiche von Gesundheit, Pflege und Assistenz, dass die Menschen sich dort sozusagen miteinander besprechen, organisieren können. Das ist im Bereich der häuslichen ambulanten Pflege, Psychiatrie, Krankenhäuser, Krankenhausfinanzierung, Hospiz oder Palliativmedizin, migrantische Beschäftigte, häusliche Pflege und in all diesen Workshops soll diskutiert werden, wie man sich in den einzelnen Tätigkeitsfeldern besser organisieren kann. Dann gibt es darüber hinaus Workshops, die dann eher in den Nachmittag rücken, die sogenannte Querschnittsthemen sind. Es geht also um die Verständigung zwischen den verschiedenen Feldern, um sozusagen über die Grenzen hinwegzugehen und Gemeinsames zu finden. Denn es gibt viele Probleme, die sich ähneln, die ähnliche Ursachen haben über die ganzen Tätigkeitsfelder hinweg. Deswegen sind wir ja auch alle hier zusammengekommen. Gibt es am Samstagnachmittag noch eine konkrete Aktion, zu der wir Sie alle einladen möchten. Wir wollen unseren Worten auch Taten folgen lassen und eine Aktionsgruppe lädt Sie deswegen ein, am Samstagnachmittag um 17 Uhr mit auf die Straße zu kommen, unsere sozusagen Forderungen, Ideen in den öffentlichen Raum zu tragen. Dafür gehen wir gemeinsam gegen 17 Uhr zum Alexanderplatz zu einer Mitmachkundgebung. Wenn es regnen sollte und ganz gruseliges Wetter ist, dann werden wir hier in der Stiftung zusammenkommen und nicht draußen sozusagen gemeinsam frieren, aber das entscheiden wir je nach Wetterlage. Am Abend soll es einen gemütlichen Ausklang geben mit Musik, mit dem Gesangsduo Lilo und Abendessen und Getränken, wo Sie natürlich auch alle herzlich zu eingeladen sind. Dann geht es am Sonntag weiter, zunächst wieder mit einer Workshop-Phase und nach der Workshop-Phase dann ein gemeinsames Mittagessen. Und dieses Mittagessen soll aber auch Raum für Vernetzung bieten, dass man sich auch dort nochmal gemeinsam austauschen kann, die Kontakte, die in den Tagen davor geknüpft wurden, verstärken kann und gemeinsame Pläne machen kann. Im Abschlussplenum, das beginnt zunächst mit einem sogenannten Auswertungsinput. Das heißt, wir wollen alle zusammenkommen und Bilanz ziehen, überlegen, was wir gemeinsam für Ansatzpunkte feststellen konnten, wie wir gemeinsame Strategien entwickeln können. Und dann im Anschluss folgt das Abschlusspodium mit spannenden Beiträgen nochmal zu konkreten Strategien und politischen Ansätzen, um eine tatsächliche Umkehr zu erreichen. Das ist ja das Ziel. Das war ein kleiner Durchritt durch das Programm und ich gebe jetzt weiter an Anja. Ja, hallo auch von mir. Ich bin Anja und aktiv im Netzwerk Care Revolution. Genau, und wir waren ja letztes Jahr im März 2014 eben auch hier mit der Aktionskonferenz Care Revolution. Und es ist schön, jetzt heute hier wieder zu sein und sozusagen das, was wir da begonnen haben, hier ein Stück weit weiterzuführen und es dann auch noch mal mehr weiterzuführen. Und ihr könnt irgendwie gerne auch schon eure Kalender zücken und notieren, nämlich die Aktionskonferenz Care Revolution, die zweite, wird nächstes Jahr im April jetzt hier auch wieder stattfinden, und zwar vom 22. bis zum 24. April. Für mich bleibt jetzt hier noch ein paar kurze Worte zu sagen zum Charakter der Veranstaltung und noch so ein paar organisatorische Informationen. Also zum Charakter, das Ganze hier heißt zwar Konferenz, aber wir
wünschen uns nicht so eine klassische Konferenz mit ganz viel Wissensvermittlung und Experten, sondern wir sehen das eher so, wir sind ja alle die Expertin und sind alle irgendwie eingebunden in Gesundheit, Pflege, in diesen Care-Aktivitäten oder davon betroffen. Und wir hoffen uns eben, dass diese Tage hier ganz stark zum Austausch genutzt werden können, also sowohl in den Workshops zum Austausch als auch dazwischen. Und wir würden uns sehr wünschen, wenn sozusagen das, was hier diskutiert wird oder sich gemeinsam ausgedacht wird, auch weitergetragen wird, also auch über diese Tage hinaus auch zu einem gemeinsamen Politikmachen weiterträgt. Und dafür ist es für uns auch ganz wichtig, was hier besprochen wird, auch so in den Workshops. Also eben waren ja schon die Einführungsworkshops und zumindest da, wo ich war, sind auch wieder so viele neue Ideen und Aspekte aufgekommen, also was ich einfach immer total toll finde. Deswegen finden wir es auch recht wichtig, die auch festzuhalten. Also es gibt in den Workshops ja auch diese Plakate und das ist nicht einfach nur, man notiert da ein bisschen was und dann kommt es in die Ecke, sondern ich finde, da passieren ganz viele wesentliche Sachen. Genau, deswegen wäre das irgendwie schön, wenn ihr die in den Workshops auch nutzt, so diese Plakate. Und die werden dann später draußen, habt ihr ja alle schon den Infotisch gesehen, da abgegeben und auch aufgehangen. Und ich finde es auch ziemlich spannend, sich das immer dann nochmal anzugucken. Und es wird auch zwei leere Stellwände geben für Feedback. Und das wünschen wir uns eben auch sehr, dass es da auch Ideen und Kommentare gibt. Also all das, was wir uns hier gemeinsam erarbeiten, damit das auch was wird, woran Mensch auch weiter anknüpfen kann. Und dafür hatten wir uns auch gedacht, dass all das, was da eben zusammengetragen wird, dass wir also am Samstagabend wird eine kleine Gruppe versuchen, da ein bisschen rote Fäden rauszufiltern oder rauszubündeln. Und wir wollen das dann am Sonntag eben auch nochmal aufs Abschlussplenum tragen mit so einem kleinen Input, also was hier gemeinschaftlich erarbeitet worden ist. Und da ist dann auch nochmal eine kurze Zeit zum Austausch dafür. Genau, also das ist ja so ein bisschen so ein Experiment zu diesem Charakter. Dann wollte ich auch noch gerne sagen zum Charakter dieser Veranstaltung, dass wir eben denken, dass hier ja auch so eine relative Breite zusammenkommt, also von ganz unterschiedlichen Gruppen, Initiativen, Organisatoren und das ja auch oft sehr unterschiedlich ist, wo, also wie in Gruppen, wie gerade diskutiert wird, wie die Diskurse sind, welche Worte benutzt werden und sich da sozusagen auch so ein bisschen, das braucht manchmal, glaube ich, auch so eine Offenheit oder vielleicht auch an manchen Stellen auch ein bisschen Geduld, sich darauf einzustimmen, dass die Debatten unterschiedlich geführt werden oder Begriffe unterschiedlich verwendet werden. Und das würden wir uns eben auch wünschen, da auch so einen Respekt oder so eine Geduld aufeinander einzugehen und auch irgendwie zu gucken, dass in Workshops auch möglichst alle Personen mitgenommen werden und alle sich gut beteiligen können. Genau, das war jetzt so zum Charakter. Dann vom Organisatorischen her war es so unser Anspruch, die Konferenz auch möglichst barrierefrei oder eigentlich ist es eher barrierearm zu organisieren. Das ist ja oft immer nicht so einfach, je nachdem, was die Gebäude so hergeben. Also hier in dem Gebäude gibt es ja auf jeden Fall eben Fahrstuhl und es gibt auch eine rolligerechte Toilette, also die ist, wenn man hier rausgeht in den Seminartrakt, ist die ganz hinten im Seminarflur links neben der Herrentoilette. Und ansonsten haben wir versucht, so ein bisschen Barrieren hier in den Räumen auch aus dem Weg zu räumen. Aber es gibt am Infotisch auch eine Ansprechperson, der Julian, der das netterweise macht und der ist auch telefonisch zu erreichen. Also wenn ihr da Assistenzbedarf oder irgendeinen Bedarf habt sozusagen, gibt es da sozusagen auch auf Barrierearmheit, ja, so eine Obacht von uns. Ein bisschen was Ähnliches betrifft auch, wir haben einen Ruheraum vorgesehen, der ist, wenn man hier rausgeht, im Flur links, in Raum 117 und da könnt ihr am Infotisch einen Schlüssel holen, also wenn ihr euch mal ausruhen wollt oder den nutzen wollt.
Was Ähnliches ist auch, also es essen ja auch nicht alle Personen im Stehen, weil wir ja hier so ein Buffet haben. Also es gibt auch eine Möglichkeit, im Sitzen zu essen. Das ist hier neben diesem Flur ist so eine Trennwand und dahinter ist so ein Raum, da steht Besprechungsraum drüber und da haben wir so ein bisschen Stühle und Tische hingestellt, damit Menschen auch im Sitzen essen können. Dann haben wir auch versucht, so ein bisschen an Übersetzung zu denken, also es ist jetzt auch nicht allzu viel, was da möglich war, aber zumindest hier heute Abend wird eben ja simultan übersetzt auf Englisch mit den Kopfhörern. Dasselbe betrifft auch morgen früh das Podium, als auch Sonntag Nachmittag das Abschlusspodium, genau, die werden simultan übersetzt. Ansonsten bei den Workshops haben wir es zumindest irgendwie geschafft, dass in jeder Zeiteinheit es für einen Workshop auch Englisch-Übersetzung gibt. Und am Samstagnachmittag ist sogar ein Workshop direkt in Englisch mit einer deutschen Flüsterübersetzung. Ja, sonst habt ihr vielleicht bei der Anmeldung am Infotisch auch schon gesehen, dass wir uns auch so ein bisschen so ein System ausgedacht haben mit so Farben, wo jetzt Personen, die verschiedene Sprachen können, auch irgendwie kenntlich machen können. Hier, ich kann auch Spanisch übersetzen und da angesprochen werden. Also wenn euch das betrifft oder ihr euch eben vorstellen könnt, auch für Personen zu übersetzen, genau, wäre das super, wenn ihr euch an den Infotisch wendet. Und dann gibt es eben die ganze Zeit auch über bei der Konferenz eine Kinderbetreuung, also eine kostenlose Kinderbetreuung. Da könnt ihr auch am Infotisch fragen und die ist dann im 7. Stock, da fährt man am besten mit dem Fahrstuhl hoch und dann in die Richtung den Gang runter, ganz hinten rechts ist der Raum, das ist der Raum 739. Genau, jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja, sonst wollte ich irgendwie noch sagen zum Essen. Also wir haben ja hier dieses wunderbare Buffet und wie ihr vielleicht auch schon bei der Anmeldung gesehen habt, also wenn ihr einen kleinen Beitrag von 5 € pro Tag gebt, dann kriegt ihr so ein orangenes Band und dann könnt ihr essen. Aber es soll auf jeden Fall jetzt nicht am Geld scheitern. Also wer sich das nicht leisten kann, soll jetzt hier nicht den anderen beim Essen zugucken müssen. Genau. Ja, ich glaube, ich habe alles bedacht. Wenn nicht, genau, jederzeit sind sozusagen Fragen am Infotisch möglich. Also wenn euch noch irgendwas auffällt oder euch irgendwas fehlt oder Feedback oder wie auch immer, genau, sind die am Infotisch gerne für euch da. Ja, und ansonsten bleibt mir eben euch eine spannende Konferenz zu wünschen und einen spannenden Austausch, auf dass wir hier ja, gute Tage miteinander haben. Hallo? Ja, das klingt doch schon viel besser. Ja, vielen Dank euch für eure Begrüßung. Die war ja am Anfang schon auch ein Einstieg ins Thema. Ich freue mich sehr über alle, die heute gekommen sind. Und ich freue mich auch sehr über die drei, glaube ich, sehr spannenden Referentinnen zu unserem Thema. Mein Name ist Hanna Schurian. Ich organisiere diese Konferenz mit und werde auch die Diskussion heute Abend moderieren, also so ein bisschen durch den Abend führen. Und genau, das Podium heute Abend ist ja sozusagen der Auftakt für 3 Tage oder 2,5 Tage Suche nach anderen Strategien in Gesundheit und Pflege. Und Ausgangspunkt, warum ist das so spannend, warum machen wir jetzt diese Konferenz, ist ja der Punkt, dass wir sagen, gerade im Gesundheit- und Pflegebereich sind im Moment ganz viele Krisenmomente spürbar für sehr viele Menschen an unterschiedlichen Punkten. Und gleichzeitig sind total viele Bewegungen von Protest, Kritik, Widerstand auch zu sehen. Und das alles ist eigentlich der Grund, warum wir sagen, Gesundheit und Pflege und auch Assistenz sind keine privaten oder fachspezifischen Themen, sondern das Feld ist eigentlich ein gesellschaftlich total relevantes Feld und da werden gerade Auseinandersetzungen geführt, die für unsere Gesellschaft eigentlich zentral sind. Und in diesem Sinne steht auch so ein bisschen das Auftaktpodium heute Abend. Also es geht uns so ein bisschen darum, diese Themen, Kritik am Gesundheitssystem, Pflegesystem in den gesellschaftlichen Kontext zu stellen und den Bogen sozusagen ein bisschen breiter zu spannen.
Dazu wollen wir ein bisschen auch die Ursachen und die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Krisenphänomenen, über die ja viel gesprochen wird, heute und auch jetzt morgen in vielen Workshops, aufzeigen. Also was hat die Krise in Gesundheit und Pflege eigentlich zu tun mit Neoliberalismus, mit der Entsicherung und Prekarisierung von Lebensverhältnissen und auch von Arbeitsverhältnissen? Was hat es mit geschlechtlicher Arbeitsteilung zu tun, mit Geschlechterverhältnissen? Was hat es mit einer zunehmenden sozialen Ungleichheit, Armut und Ausgrenzung zu tun? Ja, und auch mit der zunehmenden Ökonomisierung und den Wertsetzungen. Ich glaube, das sind alles Fragen, die sich total durchziehen durch dieses Feld und die immer wieder wichtig sind. Und heute Abend versuchen wir, die sozusagen noch so ein bisschen zusammenzubinden und in so einem gesellschaftlichen Kontext eigentlich zu stellen und zu diskutieren. Wir wollen aber jetzt nicht nur bei der Problemanalyse dann heute Abend stehen bleiben und sozusagen ein schwarzes Bild malen, sondern wir wollen ja eigentlich die Frage auch nach vorne diskutieren und positiv drehen, also so ein bisschen Punkte oder auch Visionen zusammenbringen, wie könnte es denn anders sein, wie könnten wir anders sorgen, versorgen, versorgt werden, leben im Endeffekt. Und so haben wir die Veranstaltung ja auch überschrieben, Precarity überwinden, sagen wir mal Prekarität überwinden, also wie können wir die Care-Arbeit nicht mehr prekär organisieren, sondern eigentlich ins Zentrum für eine ganz andere Infrastruktur stellen, die den Bedürfnissen der Menschen besser gerecht wird. Dazu haben wir drei Referentinnen eingeladen, die uns da unserer Meinung nach sicher Spannendes zu erzählen haben. Ich werde die drei erstmal der Reihe nach vorstellen. Ich fange hier an, zu meiner Linken sitzt Katja Kipping, die vermutlich alle im Raum kennen. Sie ist eine der beiden Parteivorsitzenden der Linken und Mitglied im Bundestag. Und wir haben sie auch eingeladen, weil sie in dieser Frage eigentlich immer auch eine feministische Perspektive stark macht, also sozusagen politisch nicht nur für eine Umverteilung von Reichtum, sondern auch für eine Umverteilung von Zeit und von Sorgeverantwortung, also auch für diesen Fokus steht, immer wieder auch angemahnt hat, die Fixierung auf Erwerbsarbeit zu überwinden, hat sich auch für das streitbare Thema bedingungsloses Grundeinkommen stark gemacht. Vielleicht kommt das heute auch nochmal zur Sprache, wo es ja auch um mehr Zeit und Raum für Sorge, Muße etc. geht. Und ja, ich denke, hat auch immer wieder die Frage gestellt, was hat die Linke eigentlich Positives auch anzubieten an anderen Entwürfen von Leben und Sorgen. Ich hoffe, das passt so ungefähr und wird dir gerecht. Zu meiner Rechten möchte ich Werner Hesse vorstellen. Er ist Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, den sicher auch viele kennen, weil es ja ein ganz großer und zentraler Akteur im sozialen Bereich ist. Ein Dachverband von über 10.000 Organisationen und Einrichtungen, also ein sehr plurales Netz von Sozialverbänden, Selbsthilfeorganisationen, Initiativen und damit eigentlich auch genau in diesem Schnittfeld von Gesundheits- und Sozialpolitik. Und der Verband ist vielen auch bekannt, weil er sich immer wieder auch in die tagesaktuelle oder öffentliche Debatte einmischt, mit Stellungnahmen von TTIP zu Asylrecht, also in vielen Fragen auch streitbar sozusagen Positionen bezieht, aber im Zentrum geht es eben auch viel um die zunehmende soziale Ungleichheit in Deutschland und das sind auch Themen, gerade im Sozialrecht, zu denen Werner Hesse sich auch immer wieder äußert. Ganz links außen, räumlich, stelle ich Erika Smiley vor. Sie ist Kampagnenchefin bei Jobs with Justice und ich freue mich sehr, dass sie sozusagen den langen Weg von New York zu uns gefunden hat. Jobs with Justice ist eine sogenannte Labor NGO, also eine Allianz von Gewerkschaften und gleichzeitig auch eher Community-basierten Gruppen, 1980er Jahren gegründet, unter dem Schlagwort Economic Justice. Beteiligt sich die NGO an verschiedenen Kampagnen, also zu unterschiedlichen Themen, auch Mindestlöhnen etc. Du musst mich ergänzen, wenn ich was vergesse. Aber warum wir sie eingeladen haben, was wir besonders spannend finden, ist eben die Kampagne Caring Across Generations, wo Smile, also Erika auch die Kampagnenabteilung leitet. Das ist ein Zusammenschluss von über 200 Organisationen, Gewerkschaften, NGOs, Selbstorganisierung von Hausangestellten. Und das zentrale Thema der Kampagne ist eigentlich, wie kann der wachsende Bedarf an Pflege, an oft auch häuslicher Versorgung eigentlich gesellschaftlich gestemmt werden, ohne dass es als eine Bürde erscheint, sondern wie kann es auch eine Chance sein für sowas wie eine Caring Society. Aber dazu werden wir gleich noch mehr hören. Sie wird auf Englisch sprechen. Wir haben eine Simultanübersetzung. Ich hoffe, alle, die es brauchen, haben sich einen Kopfhörer genommen. Ansonsten ja, könnt ihr das gerne noch tun. Ich würde die Diskussion gerne so aufbauen, dass wir erst kurze Inputs von den Referentinnen hören. Und zwar wollen wir die nicht so en bloc machen, sondern ich habe zwei Fragerunden vorbereitet, dass alle kurz ein Statement sozusagen zu zwei Fragen formulieren. Und danach wird die Diskussion geöffnet und es gibt ausgiebig Gelegenheit für Nachfragen, Rückfragen, Ergänzungen.
Genau, die erste Fragerunde soll ein bisschen nochmal in die Problemanalyse gehen und die Kritik bündeln. Wir haben das überschrieben mit dem Stichpunkt Krise der Daseinsvorsorge und ich würde gern von den drei Referentinnen die bitten, so ein bisschen drei Schlaglichter nochmal zu werfen. Was sind denn für Sie die hervorstechendsten Krisenmomente und auch die Ursachen, die das ausmachen, was wir hier diskutieren und was wir als Krise der Daseinsvorsorge bezeichnen? Als erstes würde ich die Frage an Katja stellen. Und zwar ist es ja so, in feministischen Diskussionen wird ja oft im Moment auch der Begriff Krise der Care-Arbeit, Krise der Sorge, teilweise auch Krise der Reproduktion geprägt. Das klingt erstmal abstrakt und ich würde einfach gerne mal fragen, was heißt das denn konkret? Wie macht sich das im Alltag fest? Und vielleicht auch noch die Nachfrage, Krise, heißt das, vorher war alles in Ordnung oder wollen wir dahin zurück? Ja, vielleicht kannst du dazu kurz was sagen. Ja, um gleich mit der letzten Frage zu beginnen. Also natürlich gehen alle Kritik des Bestehenden oder die Kritik des Bestehenden kann nicht darauf hinauslaufen, dass wir sagen, wir wollen jetzt zurück zu den angeblich guten alten Zeiten. Also ich glaube, das Erreichen einer besseren Gesellschaft geht bloß im Vorwärtsgang und nicht in einem nostalgischen Zurück. Seien es die 70er Jahre der BRD oder was weiß ich nicht, womöglich sogar Referenzen zum Staatssozialismus. Also es hat schon immer enorme Ungerechtigkeiten gegeben. Aber wenn wir jetzt nüchtern analysieren, was die gegenwärtige Krise besonders auszeichnet, so würde ich sagen, ein alltägliches Merkmal davon ist Stress. Und damit meine ich jetzt nicht so einen modischen, ach, ich bin so wichtig und beschäftigt, deswegen bin ich so gestresst, Stress. Ja, also nicht so ein Stress, wo Yoga machen hilft. Also nichts gegen Yoga, schöne Sache. Aber ein Stress, den mir, wenn man sich mit Betriebsräten oder Personalräten von Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern trifft, immer wieder geschildert wird, wie der Einsatzplan wird regelmäßig zur Makulatur, weil man so einen hohen Krankenstand hat. Und zwar nicht auf Seiten der Patienten oder zu Pflegenden, sondern auf Seiten der Beschäftigten. Und das gibt natürlich ein Gefühl von Ausgeliefertsein. Keine Verfügungsgewalt mehr über den eigenen Zeitplan zu haben, heißt am Ende auch keine Verfügungsgewalt über das eigene Leben zu haben. Und nun haben wir uns ja vielleicht schon fälschlicherweise irgendwie damit abgefunden, dass wir kaum Verfügungsgewalt über Produktionsmittel haben. Aber ich würde sagen, die jetzige Krise verschärft das Problem nochmal, indem selbst die Verfügungsgewalt über das eigene Leben ein ganz stark weggenommen wird oder in Frage gestellt wird. Und Stress auf Seiten der Beschäftigten führt dann natürlich auch sofort zu einem Gefühl von Ausgeliefertsein von Menschen, die Recht und Anspruch auf Assistenz, Pflege oder medizinische Behandlung haben. Übrigens ganz unabhängig davon, ob man sich eher für eine stationäre oder eher für eine häusliche Variante entscheidet. Also die Leute, die auf Arbeit Stress haben und dann nach Hause kommen, um für ihre Angehörigen da zu sein, haben ein Problem wie diejenigen, die sich für eine stationäre Behandlung entschieden haben. Das Ganze beruht auf einer strukturellen personellen Unterversorgung und natürlich sind hiervon besonders Frauen betroffen, aber ich glaube, das muss ich hier gar nicht so sehr ausführen. Das Ganze geht dann Hand in Hand mit einer zunehmenden Prekarisierung von Lebens- und Arbeitsbereichen und auch dort wieder meint Prekarisierung nicht nur niedrige Löhne, sondern es meint, und das macht, glaube ich, das Wesen aus, ein Gefühl von Ausgeliefertsein, einer Willkür Ausgeliefertsein. Und diese Funktion im Rahmen des Neoliberalismus ist natürlich, disziplinierend zu wirken. Sodass nicht nur diejenigen unmittelbar betroffen sind, die einen befristeten Arbeitsvertrag beispielsweise haben, sondern immer auch andere, weil sie vor Augen geführt bekommen, wie schnell der Absturz gehen kann. Ich will das Thema Krise der Daseinsvorsorge noch ein bisschen weiter fassen. Und zwar im Rahmen jetzt des Nationalstaates oder im Rahmen auf Bundesrepublik Deutschland bezogen, wird natürlich die Krise der Daseinsvorsorge ganz stark vorangetrieben durch das libidinöse Verhältnis zur schwarzen Null, also die Schuldenbremse, die natürlich zu einem Privatisierungs- oder zumindest zu Personaleinspardruck führt. Und kann es sein, die Auswirkungen davon haben wahrlich keinen Sexappeal. So. Und auf europäischer Ebene ist es natürlich in Gestalt von Austerität. Also wenn du einen gesamten Kontinent ausrichtest auf den Kurs des Kaputtsparen, heißt das jeweils, gerade in den Ländern, die angewiesen waren auf die sogenannten Hilfspakete, jetzt besonders natürlich auch Griechenland, was im Fokus der Öffentlichkeit war, heißt Austerität, dass
in der öffentlichen Daseinsvorsorge in einem Maße gespart wird, dass sagen staatliche, also die Daseinsvorsorge nicht mehr gewährleistet wird. Ich will aber, 7 Minuten sind fast um, ne? Ich will noch, wenn wir über die Pflegekrise reden, so möchte ich schon noch betonen, dass die Pflegekrise ganz eng verbunden ist mit 2 grundlegenden Ärgernissen von Kapitalismus und Patriarchat. Und zwar zum einen der Kommodifizierung, also der Tendenz, dass wirklich alles zur Ware gemacht wird, eben auch der Mensch, die Arbeit mit dem Menschen, alles bekommt ein Warengehalt und muss halt dann auch natürlich nach Zeit abgerechnet werden, weil es braucht eine Einheit, um das zu berechnen zu können und da ist dann Zeit immer das Naheliegendste. Und wir haben das in der Kampagne, das muss drin sein, wie folgt auf den Punkt gebracht, Pflege oder Assistenz im Minutentakt, das entspricht nicht dem Wesen des Menschen, das erinnert eher an industrielle Maschinenarbeit und da kommt der Mensch unter die Räder. Also deswegen finde ich, die Krise ist ganz eng verbunden mit dem Drang, innerhalb einer kapitalistischen Produktionsweise alles zu kommodifizieren, zur Ware zu machen. Und das Zweite ist so ein Grundübel, würde ich sagen, des Patriarchats. Das heißt, das Auseinanderfallen der Produktion von Lebensmitteln und Produktion von Leben. Wobei Lebensmittel meint jetzt mehr außer Brot, ne? Dass man sozusagen alles, wo so am Ende so ein klassisches Produkt zum Anfassen, möglichst glänzend in Lack und Chrom gemeint ist. Das wird ja immer bekanntermaßen nach patriarchalen Maßstäben sehr hoch gewertet. Hat man was, womit man danach fahren kann, möglichst schnell und Abgase produzierend. Während die Produktion von Leben, also die Arbeit mit Menschen und an Menschen, da steht halt am Ende nichts Glänzendes. Die wird halt, also natürlich was Schönes, Wunderbares, aber du kannst es eben nicht sofort in Waren umsetzen und die wird halt erfahrungsgemäß niedrig gewertet. Also das heißt, wenn man dieser Pflegekrise auf den Grund gehen will, muss man erstens Austerität und Schuldenbremse angreifen und man muss zweitens, das ist jetzt sozusagen die harte Nachricht, man wird an der Revolution nicht vorbeikommen, also mindestens eine Care-Revolution, wie sie Gabriele Winker beschreibt, werden wir wohl in Angriff nehmen müssen. Ja, vielen Dank. Als nächstes würde ich Werner Hesse an Ihnen die Frage richten. Ich habe ja am Anfang schon angesprochen, der Paritätische richtet das Augenmerk ja immer wieder auf diese zunehmende soziale Ungleichheit und ich würde Sie gern bitten, einfach einmal den Bezug herzustellen, was hat die Krise der Daseinsvorsorge mit dieser sozialen Ungleichheit zu tun? Noch platter formuliert, wie hängen Armut und Gesundheit zusammen und was hat das auch mit der Ökonomisierung zu tun, die Katja ja gerade schon eingegangen ist? Ja, mir scheint, kontrovers wird die Veranstaltung heute nicht, aber das kann ja noch kommen. Insofern will ich das in der Tat mit dem Blick, den Sie angesprochen haben, Frau Schurian, ergänzen. Daseinsvorsorge ist ja ein relativ schillernder Begriff, ist ja auch nicht so genau zu fassen, muss am Ende ja politisch gefüllt werden. Und ob der Staat Dinge nun selber tut oder es die Wirtschaft tun lässt und eine gewisse Steuerung ausübt, ist auch erstmal nicht vorgegeben. Und wir haben in den 80er Jahren, denke ich, ging das deutlich los, seitdem eine Tendenz erlebt, dass staatliche Stellen, insbesondere kommunale Stellen, sich von Daseinsvorsorge verabschiedet haben. Nehmen Sie den Verkauf von Wohnungsbaugesellschaften, nehmen Sie den Verkauf von Wasserwerken, von Energielieferanten, also sozusagen eine Vollprivatisierung, was erstmal nicht weiter schlimm ist, aber man hat auch jede Steuerungsmacht über diese Grundversorgungsmärkte abgegeben und es ist natürlich erstmal nicht verwunderlich, dass Investoren, Kapitalgesellschaften ihre Leistung renditeorientiert ausrichten, was dann natürlich dazu führt, dass eine Selektion unter den Kunden stattfindet, nach guten Kunden und weniger guten Kunden und dass auch Bereiche nicht mehr so gut oder vielleicht auch gar nicht versorgt werden. Inzwischen hat die Politik das ja vielfach eingesehen, wir erleben das ja, dass Kommunen versuchen auch Macht zurückzubekommen, indem sie Stadtwerke und Wasserwerke und Ähnliches wieder zurückkaufen, aber für ein Schweinegeld, was sie heute nicht mehr haben. Also das ist sozusagen der Hoffnungsschimmer in der ganzen Diskussion, dass man gemerkt hat, also so völlig frei laufen kann man das nicht. Es gibt am Ende eben doch
eine politische Verantwortung für die Daseinsvorsorge. Und wenn man speziell auf den Bereich Gesundheit schaut, dann sind es die Themen Abgabe von kommunalen Krankenhäusern, Aufgabe von Gemeindekrankenpflege, also wenn man jetzt direkte gesundheitliche Leistungen betrachtet, dann Konzentrationsprozesse bei den Krankenkassen, die immer mehr zur Bürgerferne, also Callcenter haben die schon, anrufen können sie die, aber sie erreichen ja kaum noch irgendwie einen Sachbearbeiter oder irgendeine Beratung. Diese Konzentrationsprozesse haben ja die Versorgung und die Nähe der Krankenkassen, Pflegekassen zu den Bürgern auch nicht gerade verbessert. Das Pflegethema ist auf ein Teilleistungssystem abgeschoben worden, wo die Menschen sozusagen die Restkosten herkommen bekommen sollen. Das, danach fragt man nicht. Und wenn Sie nochmal das Armutsthema im Sinne von existenzieller Armut ansprechen, dann erleben wir ja seit Hartz IV spätestens, dass Arbeitslosigkeit vorgeworfen wird. Das ist ein Stigma. Das ist nicht gut für die Gesundheit, wenn man so beschimpft wird öffentlich. Und das ganze System ist dann noch mit Sanktionen versehen, die relativ unsinnig sind. Das macht das Leben auch nicht gesünder. Also in der Folge haben wir natürlich hier eine Zunahme an zunächst psychischen Erkrankungen und in der weiteren Folge sehr oft dann auch somatischen Erkrankungen, bis hin eben zu dem Thema, dass die Regelsätze, so wie sie bemessen sind, ein gesundes Leben, ich sage mal gesunde Ernährung, aber dazu gehört auch noch ein bisschen mehr, dazu gehört Teilhabe, dazu gehört Kultur, gehört Mobilität, ein gesundes erfülltes Leben, sage ich mal, nicht ermöglichen. Dankeschön. Ja, meine nächste Frage an Erika, Smiley. Caring Across ist ja eine US-amerikanische Organisation und der Kontext USA ist sicher nochmal ein bisschen anders, auch im Hinblick auf Gesundheit und Pflege. Also gerade was soziale Absicherung angeht, ist die Situation sicher noch zugespitzter. Was wir hier als Krise bezeichnen, ist dort in vielen Punkten vielleicht auch schon Normalität. Vielleicht macht das die Widersprüche aber auch noch klarer. Und deshalb würde ich dich gerne noch mal ein bisschen grundsätzlicher fragen, was sind denn eigentlich die zentralen Probleme in der Art, wie gesellschaftlich Sorge und Pflege organisiert ist? Katja hat ja auch schon ein paar Punkte angesprochen. Und wer leidet darunter am stärksten? Also wo ist der größte Handlungs- und Leidensbedarf? Try now. Okay. Okay, thank you. Guten Tag. Thank you for having me here. I'm very excited to participate in this discussion from the United States. Before I respond to your question, I just want to clarify that Jobs with Justice in the United States is a national network of permanent labor community coalitions whose sole purpose, in addition to being in solidarity with each other's struggles, is to expand the theater in which workers are able to bargain, both as a part of unions and work organizations, but also in their capacity as community members and consumers. And so it's through that mission that we joined with the National Domestic Workers Alliance, the Service Employees International Union, and AFSCME, which is the union that represents the municipal, state, and government employees, to create the Caring Across Generations campaign. In response to your question, phrase that we captured when trying to describe the problem in the United States is what we call the age wave or the elder boom. When I say that, what I'm describing is that in the United States, we've essentially calculated that every 8 seconds someone turns 65. It's 10,000 people a day. This year alone, 4 million Americans will reach retirement age. And by 2030, an unprecedented 20% of our population will be over 65. By 2040, nearly 30 million Americans will need some form of home care to meet their basic daily needs. And so already there's a huge demand for long-term care services like home care or institutional care.
And the elder boom really means that tens of millions of Americans end up being the primary caregivers for their aging parents, their aging family members. And we really, the United States is in lack of a plan to address the new realities of our aging population. In terms of the impact on families, families are really struggling to deal with how to provide care alone with little support either from public policies or government or even in the, from the private sector. The average cost of a private room in a nursing home is about $100,000 a year, which is out of reach for even some of the, with the exception of some of the wealthiest Americans. And you know, nationwide, there are more than 40 million adults who are caregivers for an aging parent, a spouse, or another loved one who needs assistance. And we often call and target individuals in what we call the sandwich generation, which is essentially individuals who are squeezed between, on the one hand, taking care of a parent, and on the other hand, trying to take care of their own children and their lives in that way. And so the value of work provided by many of those unpaid family members, what historically in the United States have been called companions, who often themselves are also working full-time jobs and then come home to work as family caregivers, is the unpaid wage for those individuals is approximately $450 billion a year. So at the same time, you know, the number of potential family caregivers is also falling, and so the baby boomers, those who are coming of age and becoming of retirement age in this period, have less adult children to actually rely on, if any at all, and thus families across the country and across generations in the U.S. now often live further apart, and so for those individuals, the need is even more dire and more urgent. And then just last, again, just to speak on some of the more potent sectors that are impacted and communities that are impacted, the industry itself, and we want to just talk a little bit about the workforce because, like I said, at Jobs with Justice, we really address the issue of workers and community and consumers and kind of their shared capacity and their shared values and goals. So in the workforce, you know, in the United States, home care is one of the fastest growing industries in the United States. And currently there are about 4 million direct home care workers in the U.S. Again, we expect that number by 2020 to increase and maybe even to double. 89% of these workers are women. And of course the wages, as many have mentioned already, are unfathomably low, with average wages in the U.S. just a little over $9 per hour. So low that workers who, again, are mostly women, in fact, mostly women of color and immigrant women in the United States, those women who we count on to care for our loved ones actually can't often afford to care for their own families. The jobs are so unsustainable that almost half of all home care workers must rely on public assistance programs like food stamps to care for their own families, as opposed to being able to have enough wage to do that themselves without that support. And then there's a certain invisibility about it. In home care, it's a kind of job that many Americans don't actually recognize as a real job. Like I mentioned before, it's often historically been termed companion, just something that people are expected to do who have loved ones who need care. And so it's either referred to as companionship or even just help, for those of you who are familiar with the movie, The Help. Thus excluding, historically excluding many care workers from basic workers' rights protections, such as the minimum wage and overtime protections, and I'll mention this or elaborate on this later, but we actually were able to just change that just this week. The Department of Labor, which had implemented a rule in the last year to overturn that, went into implementation on October 13th that now home care workers, 2 million home care workers in the United States will be able to have access to a minimum wage and overtime protections. So we're very proud of that victory and very excited to share it with you in real time. So like I said, just to wrap up the impact on the actual home care workforce, there's still many issues, and this critical workforce, which so many already depend on,
which must be the cornerstone of any caregiving policy in the future in the United States, is so devalued and underpaid that many are forced to leave the profession if they want to care for their own families in a sustainable way. And recently we met a home care worker named Lori, who loved her job, loved the people that she worked for and worked with, who she cared for, but because it was so unsustainable and because she couldn't afford to take care of her own children, had to leave the sector to go and become a truck driver, where she was able to get paid more and sustain her children. And then to make matters worse, the Supreme Court of the United States made it even more difficult for home care workers to actually organize a union in its Harris versus Quinn decision, which makes it very difficult for unions to collect agency fees from home care workers who may or may not want to join. And we can talk more about what that actually means if folks are interested, but it's made it very hard for home care workers to sustain themselves in this period. Again, thus making it less more difficult for workers to collectively have a shared voice in a job that's very personalized and individualized between one care provider and an actual care client. And so, and then last, many of the care workers in the workforce in the United States are undocumented immigrants who are trapped in the shadows even more than some of the others. And more undocumented workers have turned towards taking on jobs at the lower rung of home care, their immigration status often preventing them from getting the proper training and certification they would like and should have in order to be proper care providers. And so the impacts on both them as people who are trying to work and sustain a good job and sustain their families, as well as the impact on the people that they're actually providing care for, often less trained, less skilled care for, is pretty drastic. And so those are some of the issues that we're witnessing in the United States, given our current conditions. Okay, thank you. Ja, wir haben jetzt einiges gehört über die Probleme. Ich glaube, ein wichtiger Punkt war sicherlich nochmal herauszustellen, dass es politische Probleme sind, dass es Verteilungsprobleme sind. Und ich glaube, da wollen wir direkt weiter diskutieren. Auch gerade der demografische Wandel, dass es sozusagen eine politische Frage vielleicht auch ist, wie der gestaltet wird, wie sozusagen unter welchen Bedingungen wir gesellschaftlich damit umgehen. Und mit diesem Impuls würde ich jetzt auch gerne in die zweite Runde gehen, wo es so ein bisschen um stärker den Fokus auf Lösungsansätze, Strategien, Alternativen richten soll. Und zwar einmal konkret, was wären denn konkrete gesellschaftliche nächste Schritte, um in diese Richtung zu gehen, aber auch ein bisschen weiter gefasst, was wäre denn ein anderes Bild oder auch eine andere Vision von einer Daseinsvorsorge, die solidarisch, demokratisch, bedürfnisgerecht wäre. Einsteigen würde ich da gerne mit der Frage an Werner Hesse. Sie haben ja in Ihrem Eingangsstatement die soziale Ungleichheit sehr stark gemacht. Katja Kipping hat auch eben die Austerität, Schuldenbremse etc. angeführt. Ich würde gerne vor dem Hintergrund noch mal fragen, wenn wir die Krise sozusagen lösen wollen in Pflege und Gesundheit, inwiefern müssen wir denn auch die Frage nach einer anderen Verteilung von Reichtum stellen oder einer anderen Verteilung von Ressourcen und an welchen Punkten müssen wir da ansetzen? Ja, ich habe vorhin mit dem Geld aufgehört. Und da fange ich mit dem Geld wieder an. Das ist ja irgendwie, liegt das ja ein bisschen auf der Hand, dass es natürlich um Verteilungsfragen geht. Ein Punkt ist, die Existenzsicherung besser auszugestalten, dass damit, wer auf Existenzsicherungsleistungen angewiesen ist, und das wird bei einer hohen Sockelarbeitslosigkeit, werden das immer einige sein, inzwischen sind es leider auch viele alte Menschen, die noch auf Grundsicherung angewiesen sind. Das muss so ausgestaltet sein, dass man da ein gutes Leben mitführen kann. Das heißt, der Regelsatz muss deutlich erhöht werden. Die Sanktionen im SGB II gehören abgeschafft. Es muss eine Infrastruktur vor Ort da sein, die auch gesundheitsförderlich ist, was kulturelle Angebote, Begegnungsangebote angeht. Das geht weiter im Grunde über Fragen der Stadtplanung bis hin zur Verkehrsplanung. Frau Kipping hat das ja vorhin auch angesprochen, dass ja manche Produkte nicht gerade gesundheitsförderlich sind mit ihren Abgasen, die ja auch höher sind, wie wir heute hören, als in Messergebnissen. Also das ist sozusagen die direkte Lebensgrundlage für Menschen. Das Weitere, da gibt es sicherlich unterschiedliche Auffassungen, aber ich bin der Überzeugung, die Steuerungshoheit für Daseinsvorsorge
soll sehr stark auf der lokalen Ebene liegen, auf der kommunalen Ebene liegen. Und hier gehören die Kommunen stärker in die Verantwortung genommen. Sie wollen das auch zunehmend übernehmen wieder, Verantwortung, auch im Bereich der Sorge für ältere und pflegebedürftige Menschen. Allein fehlen ihnen die Mittel dafür. Sie müssen besser ausgestattet werden. Das ist natürlich auch eine Umverteilung. Das ist nicht nur eine Umverteilung zwischen einzelnen Menschen, sondern es ist auch nochmal eine Umverteilung zwischen Bund und Kommunen. Und damit der Bund was verteilen kann, muss natürlich auch die Steuerpolitik verändert werden. Also inzwischen läuft die meiste Besteuerung über die Umsatzsteuer, die Konsumsteuer, die alle in gleicher Weise sozusagen zahlen. Und die Einkommensteuer ist eher rückläufig. Das ist natürlich ein völlig falscher Anreiz, der hier gegeben wird. Ein weiterer Punkt, der auch wieder was mit Geld zu tun hat und auch was mit Verteilung, das ist eine, ja, sag mal vorsichtig, stärker solidarische Kranken- und Pflegeversicherung. Das heißt für mich eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze. Wenn ich über der Beitragsbemessungsgrenze liege, dann zahle ich nicht mehr ein in die Versicherungssysteme, habe aber Ressourcen zur Verfügung, um das, was die Versicherungen inzwischen nicht mehr leisten, mir privat zu finanzieren, auch vielleicht durch eine Zusatzversicherung. Das können die, die unter der Beitragsbemessungsgrenze liegen, eher nicht. Also das ist ja eine schreiende Ungerechtigkeit, dass das so verteilt ist. Und der andere Punkt ist die Zusammenlegung zwischen privater und gesetzlicher Pflegeversicherung. In der privaten Pflegeversicherung schlummern inzwischen Rücklagen von fast 30 Milliarden Euro vor sich hin. Die Leistungen beider Systeme sind aber gleich. Warum das nicht in einen Topf geschmissen wird, ist ziemlich unklar. Und jetzt komme ich nochmal auf das, was Frau Kipping in ihrem ersten Beitrag auch angesprochen hat, das Thema Stress. Wir erleben ja in der Pflegeversicherung, dass die Familienpflege, ich sage mal, von Anfang an sehr hoch gehalten wurde, mit dem Anreiz, ihr könnt Pflegegeld bekommen, dann ist sozusagen alles abgegolten und dann könnt ihr schön pflegen. Das ist aber nicht gerade so besonders üppig. Und was von vornherein gefehlt hat, sind begleitende Strukturen, sind unterstützende Strukturen, sind Beratungsstrukturen. Da ist im Laufe der Jahre jetzt ein bisschen was aufgebaut worden, aber das finde ich immer noch unzureichend. Und einen weiteren guten Schritt hat man gemacht mit dem letzten Pflegestärkungsgesetz, indem man die Familienpflegezeit eingeführt hat. Nur, die Familienpflegezeit muss ich auf Pump finanzieren. Das heißt, ich werde von der Arbeit freigestellt, das ist schon mal gut, und kriege dann auch ein gewisses Entgelt weitergezahlt, das muss ich nur hinterher wieder zurückzahlen. Wir meinen, die Familienpflege ist genauso eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe wie die Kindererziehung, genauso wie das Elterngeld steuerfinanziert eine Lohnersatzleistung ist, zwar mit einer gewissen Grenze, gehört auch die Familienpflegezeit so finanziert, was nebenbei vermutlich auch nochmal einen Entlastungseffekt für die Pflegeversicherung hätte, weil man wahrscheinlich nicht mehr so viel Sachleistungen nehmen müsste, aber das ist dann Spekulation, das weiß man vorher noch nicht so ganz genau. Jedenfalls, und es ist ja nicht so, dass die Familienangehörigen nicht pflegen möchten. Also es gibt sicher welche, die nicht können, nicht wollen, aber viele möchten ja gerne, können es aber eben nicht, weil sie auf den Job nicht verzichten können. Frau Kipping hat es in ihrem ersten Beitrag auch gesagt, sie haben den Stress im Arbeitsplatz und dann sollen sie abends und morgens sich auch noch kümmern müssen. Das geht auf die Zeit, auf die Knochen. Und wie gesagt, wenn man Familienpflegezeit wirklich als Lohnersatzleistung steuerfinanzieren würde, hätten wir hier einen kräftigen Sprung nach vorne in dem Sinne, wie Frau Kipping es angesprochen hat, Zeit für Sorge zu haben. Dankeschön. Ich würde direkt an dich weitergeben, Katja. Du hattest ja in deinem ersten Statement auch nochmal so den Blick auf diese Privaten, also wir wissen ja, dass die Privaten auch politisch sind, die Verhältnisse, also auf diese Sorge- und Lebensverhältnisse gerichtet, wo Erschöpfung, Stress, Armut sozusagen an der Tagesordnung sind. Ich würde gerne auch nochmal stärker auf den Aspekt eingehen, du hattest ja den Geschlechterpunkt da noch nicht so ausgeführt. Was bräuchten wir für eine andere Zeitpolitik, Geschlechterpolitik, um anders zu sorgen und zu leben? Also vielleicht nochmal ein positives Bild zu zeichnen, wie es anders sein kann. Also drei Schritte so unterhalb oder in Richtung von einer Care Revolution.
Erstens, und zwar als Sofortmaßnahme, als Notreparatur, es braucht mehr Personal in Pflege, Bildung und Gesundheit. Wir haben als Linke mit unseren bescheidenen Möglichkeiten eine Kampagne gestartet, das muss drin sein, gegen Prekarisierung von Lebens- und Arbeitsweisen, und dass diese Forderung eine wichtige Säule. Man darf sich nichts vormachen, das kostet richtig, wenn man die Leute auch noch gut bezahlen, ordentlich bezahlen will. Das heißt, es muss mehr Geld ins System. Und deswegen ist diese Forderung für mich ganz eng verbunden mit der Einführung einer solidarischen Bürgerinnenversicherung, wo halt alle einbezahlen. Zweitens, die Kämpfe um Zeit. Und ich finde, wir müssen deutlich machen, die Zeitsouveränität, die wir da anstreben, unterscheidet sich von dem, was gerne so als Flexibilität genannt wird. Also wir sagen Flexibilität im Sinne von permanente Verfügbarkeit und immer wieder Einsatzfähigkeit im Sinne des Chefs oder des Unternehmens meinen wir nicht, sondern Zeitsouveränität meint halt sozusagen Zeitwohlstand für sich zu haben. Und ich oute mich ja gerne, ich bin sozusagen Mitglied einer Gruppe, wir nennen uns die Dialektikfrauen. Wir haben uns verbündet, um die Linke klein und groß geschrieben aufzumischen. Und zwar, indem wir die Linke für die 4-in-1-Perspektive gewinnen als eine Form von revolutionärer Realpolitik, wie es Rosa Luxemburg genannt hat. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendjemand hier noch die 4-in-1-Perspektive erklären muss, aber für den Fall muss ich niemand outen, aber für den Fall der Fälle mache ich es nochmal. Die 4-in-1-Perspektive meint, dass im Leben von Männern wie Frauen gleichermaßen Raum sein muss für die 4 gleichberechtigten und gleichwertigen Tätigkeitsbereiche. Also zum einen Erwerbsarbeit, zum zweiten Sorge, Familienarbeit, unter Marxisten würde man Reproduktionsarbeit sagen, zum dritten politische Einmischung oder gesellschaftliches Engagement und zum vierten, man kann es jetzt Arbeit an sich selber nennen, man kann es provokanter Muse nennen oder Beschäftigung mit Kultur, Kunst und Weiterbildung benennen. Und das heißt jetzt nicht, dass alle 4 Stunden die Stechuhr schlägt und man dann das Kind weglegt und dann 4 Stunden zur Arbeit geht und das liegt da und schreit und dann liest man 4 Stunden Buch und das Kind schreit weiter, so ist es natürlich nicht gemeint, es ist schon komplexer. Aber man kann sich ja vorstellen, eine Gesellschaft, wo zumindest jeder, und das heißt doch übrigens nicht, dass jeder gezwungen ist, 2 Tage am Tag 4 Stunden Politik zu machen. Aber man muss zumindest die Möglichkeit haben, auch wenn man nicht Berufspolitiker ist. Und es wäre ja vorstellbar, dass wir mal in eine bewegte Situation kommen, wo jeder das Bedürfnis hat, sich stärker einzubringen. Übrigens, finde ich, sieht man das gerade bei den ganzen Flüchtlingsinitiativen. Da haben ja auf immer ganz, ganz viele, also 50% wohl beteiligen sich an Flüchtlingssolidaritätsinitiativen, das Bedürfnis, sich gesellschaftlich einzubringen und damit ein politisches Statement zu machen. So. Und in einer Gesellschaft, wo du Dauerstress hast und so weiter, ist das gar nicht so einfach, das aufzubringen. Deswegen wollen wir das als eine Möglichkeit. Und das heißt natürlich in der Tat auch, dass die Arbeiten neu verteilt werden müssen, eben nicht nur zwischen den Langzeiterwerbslosen, den Gestressten mit Überstunden, sondern ich sage immer auch zwischen den Geschlechtern. Da nicken immer alle freundlich und denken, na, die meint die 50%-Quote, da sind wir schon auch dafür. Wenn ich dann sage, ja, und das heißt aber auch, dass 50% der Familienarbeit von den Jungs gemacht werden, das heißt, jede zweite Windel darf dann von den Vätern gewechselt werden, sinkt unerklärlicherweise bei einigen die Begeisterung. Da ich versuche, die 4-in-1-Perspektive immer mit Abstrichen, weil es gibt nur bedingt das richtige Leben im Falschen, aber da ich versuche, die 4-in-1-Perspektive selber zu praktizieren, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, Familienarbeit ist großartig und es wäre, und Hausarbeit übrigens auch, und es wäre unglaublich egoistisch, wenn die Frauen weiterhin einen Großteil davon wegtragen. Sie müssen deutlich mehr abgeben an den Männern, damit die in diesen Genuss dieser wunderbaren, herzerwärmenden Tätigkeit kommen. Und ihr hört das schon da rein, also wenn man das ernst meint, heißt das vor allen Dingen, dass man es wirklich sagt, es gibt nicht eine Fokussierung auf eine Tätigkeit, nämlich Erwerbsarbeit, die einen besonders hohen Stellenwert hat, sondern alle haben gleich viel Wert. Und faul ist dann übrigens nicht einfach jemand, der nicht erwerbsarbeiten will, sondern als faul gilt dann auch jemand, der nicht sich Zeit für Muse nimmt oder so. Also wenn man dann Faulheit noch beschimpfen möchte in so einer Gesellschaft, aber da muss man es konsequent durchziehen und deswegen geht für mich das auch klar einher mit einer materiellen Grundabsicherung und damit wären wir dann drittens vielleicht noch bei so einem Leitbild, das habe ich mit einer Gruppe gemeinsam im Rahmen für Reformalternativen entwickelt. Wir stellen uns soziale Sicherheit so als ein
Haus vor. Also es ist jetzt etwas schematisch gedacht. Die erste Etage sind wirklich universell garantierte soziale Mindeststandards. Ich würde es da einfach Halbhalter immer als bedingungsloses Grundeinkommen organisieren. Es geht auch, dann wird es etwas bürokratischer mit sanktionsfreier Mindestsicherung, Mindestrente, Kindergrundsicherung etc. Aber das kriegt erstmal jeder. Die zweite Etage ist dann öffentliche Infrastruktur, vorstellbar eben nicht nur als freie Bildungseinrichtungen, die für alle zugänglich sind, möglichst kostenlosen Bus- und Bahnverkehr etc. Und ganz wichtig ist dort, dass diese Infrastruktur barrierefrei ist. Also sowohl räumlich wie auch finanziell barrierefrei. So. Und ich sage das gerne, weil wir manchmal barrierefrei noch mit so einem, naja, das ist halt für die paar Leute, die im Rolli kommen, denken. Aber ich finde immer so, Barrierefreiheit müssen wir denken als ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft. So, weil es am Ende für uns alle in unterschiedlichen Lebenslagen einen Gewinn darstellen kann. Und drittens käme dann drauf eine Etage, wo dann wirklich nach beitragsorientierten Sozialversicherungssystemen, die aber anders als heute, wo die wirklich auch Armut zementieren, die jetzigen Sozialversicherungen, wenn du einen niedrigen Lohn hast und niedrige Beiträge zahlst, das wird halt abgefangen durch die garantierten Mindestrechte, die man hat. Und dann haben wir überlegt, so ein Haus, so schematisch in drei Etagen, das wird irgendwie der Vielfalt der Menschen nicht gerecht. Deswegen haben wir unsere Metapher weiterentwickelt und sagen, wir stellen uns dieses Haus als 100-Wasserhaus vor. So sehr unterschiedlich, weil halt auch die Menschen vielfältig sind. Also wenn es so ein Leitbild gibt, dann ist das eben nicht das Zurück in die 70er Jahre, sondern das Voran sozusagen. Und dieses Bild, was wir da haben, ist so eine Art sich in Bewegung befindende 100-Wasserhaus. Danke. Ja, die letzte Frage der zweiten Fragerunde geht an Erika Smiley. Wir haben ja jetzt viele Forderungen und auch Ideen, Konzepte gehört. Was wir uns natürlich immer fragen, ist, wie organisiert man denn gesellschaftliche Mehrheiten für diese Konzepte oder wie kommen wir dahin? Wir haben Caring Across Generations auch eingeladen, weil wir glauben, dass ihr da viele interessante Dinge zu erzählen habt. Ich würde dich bitten, einfach mal kurz eure Grundidee und Kampagne vorzustellen. Und zwei Punkte, die ich besonders spannend finde, wäre einerseits nochmal dieser Punkt Culture Change. Der ist bei euch wichtig, eine andere Kultur des Sorgens, der Care-Arbeit. Aber wie macht man das und was heißt das konkret? Und das Zweite würde ich dich bitten, wenn du dann noch Zeit hast, ansonsten verlagern wir es vielleicht. Was ich spannend finde, ist dieser Ansatz, ihr organisiert Arbeitnehmerinnen, Pflegekräfte gemeinsam mit den Menschen, die ihre Arbeitgeber sind, beziehungsweise die auf ihre Pflegearbeit angewiesen sind. Das finde ich spannend und da wüsste ich auch gern mehr darüber. Yes, I'll do my best to try to stick to the question because Katja's remarks were very inspiring and we have lots of different things that we're trying to experiment with that are very similar. So I'm going to do my best to answer that exact question. Similar to what you may be experiencing currently in Germany, the concept of care and the concept of, you know, care as work is something that we've really had to emphasize and highlight and elevate in a way that it is taken seriously in the U.S. And like I mentioned, that it's historically been seen as something that is private, that happens in the home, happens typically with women in the family, and is seen as more of a companionship thing as opposed to something that is actually work. And so part of the, you know, the campaign, the Caring Across Generations campaign has several core strategies, like I said, to mobilize the caring majority, which is really focusing on the sandwich generation that I mentioned earlier, as well as millennials, to develop legislation that provides an organizing platform for a bolder long-term care program in the United States, and emphasizes the needs of both the care patients and individuals as consumers of care, along with and as aligned with the issues and demands of care workers and the care workforce. And that's essentially who we're defining when we talk about the caring majority. And like I said, at Jobs with Justice, oftentimes part of what we're trying to do in any sector is to expand the scope and scale of collective bargaining, and not just in the traditional
trade union sense of workplace, worksite fights like wages, but to combine the issues of workers with those of the communities that they either surround them or that they live in. And so for teachers, that means, you know, bargaining collectively, bargaining for the common good with parents and students, for nurses with patients over hospitals, with home care, that's with the care recipients, and building a much broader agenda than we'd be able to do individually or within our own constituencies and our own sectors. And so in doing that, that's how we envision building a longer-term caring majority to build a more powerful agenda for long-term care, where we are trying to do some similar things in terms of taxing and fining some of the larger corporate industry actors, big pharmaceuticals, who are ultimately benefiting from the current system of care, and trying to move those resources into resources that are into funds that care consumers and care workers can then benefit from, to better improve the quality and standards of the industry and to allow people to age at home with dignity when possible. That said, one of the other core strategies, in addition to trying to build political will, which is the second one, but I won't speak too much on that because you asked about culture change. In addition to those other two strategies, we do have a core strategy of what we call culture change, which is to actually change the nature and understanding of care work in the country and to actually visibilize care as something that is a public and collective thing that we need to be thinking about, as opposed to a private burden that individuals are facing at home. And so through that, one of the main strategies in these early stages is to just get people even telling their care stories, because we all have care stories. We all are either in need of care or taking care of someone, or have seen other family members need care or take care of someone, and to actually begin to visibilize how we're experiencing these issues in our own lives. It's been a big part of the campaign, taking lessons in large part from the U.S. feminist movement in the 70s, where some of the issues of reproductive health and access were publicly visibilized through individuals coming out and sharing their stories, or likewise with the lesbian and gay rights movement in the U.S., visibilizing the issues before you can begin to have a real conversation about them in terms of public policy. And so that's been a large aspect of the campaign, and that's gone from the micro of making sure that people have the tools to tell those stories one-on-one and in small groups, or as we say in the U.S., at the dinner table, to have dinner table conversations about care, but also more broadly in terms of engaging big public figures and actors on the issues of care and visibilizing stories in a different way, even through the film industry and otherwise. Now, this isn't we aren't a solely public education operation or organization. This isn't the end goal, we see this as the work that we need to do to lay an important foundation so that an overwhelming majority of Americans from multiple perspectives and backgrounds identify this as a critical issue for them. And ultimately, when it comes to our legislators, and unfortunately we have a far less aspirational leadership in the U.S. than you have in Katya and others here in the left party, but to make sure that those political leaders see issues of care as issues that can make or break their elections, and ultimately use that as a way of building a stronger policy in the United States. Ja, vielen Dank für diese ersten beiden Fragerunden. Jetzt ist der Moment, wo wir das Podium öffnen und euch auch bitten, mitzudiskutieren. Wir haben zwei Saalmikrofone, da sehe ich schon eins, da sehe ich auch schon eine Meldung. Ja, ich würde euch bitten, einfach eure Beiträge zu bringen, gerne auch Nachfragen oder auch Aspekte einbringen, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Und ich bitte euch auch, euch nicht zu lang zu fassen. Also wenn so 3 Minuten überschritten sind, würde ich langsam hier an mein Mikro klopfen und euch bitten, zum Punkt zu kommen. Ich mache eine Redeliste und eine Person steht schon drauf. Bitte. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Ralf Knocke, komme aus NRW. Ich fand erstmal die Beiträge sehr erfrischend. Und wenn ich den Titel lese, für neue Strategien, in Gesundheit und Pflege, und Katja hat das ja auch alles, was mit Armut oder Erwerbslosigkeit zu tun hat, ja auch dementsprechend weitergeleitet, sehe ich ein ganz wichtiges Problem.
Also ich komme eigentlich aus der Erwerbslosenbewegung, befasse mich seit 1985 damit. Und man muss einfach feststellen, das nimmt von Jahr zu Jahr immer mehr zu, dass die Leute, die die erwerbslos sind oder in Armut leben, immer mehr frustriert sind und sich immer weiter zurückziehen. Das kann man natürlich auch speziell feststellen bei Wahlen, ja, wo wir zum Beispiel, ich bin ja auch Mitglied der Linken, einfach feststellen müssen, dass wir diese Leute nicht mehr abholen. Und da würde ich ganz gerne mal, ja, ich will einfach insgesamt das alle drei Referenten ansprechen. Was meint ihr, was man tun sollte oder wie man die ganze Sache anpacken sollte, wenn hier steht, zum Beispiel für neue Strategien, damit man eben diese Leute wirklich mitnimmt, damit diese Menschen auch wirklich ernst genommen werden, dass wir wirklich hier auch zu einem Politikwechsel und einer, ja, einfach einer Veränderung in dieser Gesellschaft kommen. Hello, I'm Alexis Benos from Greece. Very inspiring, and that's why I took the microphone, because I want just to make a small spot. Informal health work, as Erika was saying, unpaid health work. And Katia said very correctly that this is expensive, so we have to pay more. So one issue is funding, as it was said before also. And how are we going to fund that? First of all, I just want to raise something that probably it's not a problem of this country. In Greece now we have 30% unemployment, which means 30% uncovered by the social insurance schemes. So that is, in our view in Greece, we are discussing a lot of that. That is possibly a big question mark for this system. We need a system based on taxes and not insurance that is going, of course, to pay whatever we need for the health care needs. So we have to get out of the, you know, the market orientation and see what are the needs. It is expensive, yes, but we have to take taxes. And a case that you know very well also, which is recent, for example, the Volkswagen scandal, it's very important in terms of health, okay? Because you rightly speak about pollution, so, okay? So this is a case, for example, for the left in this country to ask a big tax increase in Volkswagen to pay the damage that they have produced with this pollution scandal. Thank you. Im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit müsste jetzt meine Frau dran sein. Wenn sich keine Frau meldet. Niemand auf der Redeliste, deshalb kannst du sprechen. Dann darf ich. Mein Name ist Ilja Seifert. Ich bin freiberuflicher Publizist, aber ehrenamtlich Vorsitzender des Allgemeinen Behindertenverbandes in Deutschland und zurzeit auch quasi der Oberbehinderte, nämlich der Sprecher des Deutschen Behindertenrates. Und ich habe auch ein bisschen Erfahrung in der Politik, aber ein kleines bisschen. Ich finde, wenn wir das hier alles diskutieren, müssen wir nicht nur rein praktische politische Fragen stellen, Katja hat das ja durchaus auch schon angedeutet, sondern wir müssen auch philosophisch diskutieren, nämlich welches Menschenbild liegt denn überhaupt unserer Arbeit zugrunde? Gehen wir davon aus, dass der leistungsstarke, leistungsfähige, sozusagen der, ich rede ausdrücklich von dem Mann, der ist, an dem sich alles misst? Oder ist die Vielfalt das, was wir eigentlich wirklich auch fördern wollen? Und wenn wir das wirklich wollen, und jetzt möchte ich gar nicht die ganze Gesellschaft sehen, sondern nur diesen Bereich, über den wir gerade reden, also Gesundheit, Pflege und sich wohlfühlen in der Gesellschaft, dann habe ich inzwischen langsam wieder die Angst, dass wir mehr darüber diskutieren, dass es denjenigen gut geht, die Pflegearbeit leisten und nicht nur sehr darum geht, dass es denjenigen gut geht, an denen rumgebrückt wird. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen provokatorisch. Die Independent Living Bewegung aus den USA trat ja Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, also als die Vietnamkriegs
Veteranen dann aktiv wurden, die Krüppel geworden sind, auf unter anderem mit der Losung, Behinderte sind jahrhundertelang unterdrückt worden, das wollen wir jetzt mal umdrehen, jetzt wollen wir das Geld in die Hand nehmen, wir werden Arbeitgeber für unsere Helfer und dann unterdrücken wir die. Das ist natürlich genauso blöd, wie man sich nur denken kann, aber der Gedanke dahinter, dass man sehr schnell abhängig wird von seinen Assistentinnen und Assistenten, dass man sehr schnell abhängig wird von denen, die einen pflegen, die einen helfen und dass dort wieder ein Machtgefälle besteht, dass man nicht so ohne Weiteres überwinden kann, der ist nicht falsch. Und deswegen bitte ich darum, wenn wir solche Diskussionen und solche Strategien für die Zukunft uns ausdenken, dass wir immer anfangen zu fragen, wer ist denn das allerschwächste Glied in dieser Gruppe oder in dieser Kette? Und ich finde schon, dass Menschen mit Behinderung sehr starke Persönlichkeiten sein können. Aber wenn sie nicht mal aus dem Bett rauskommen, dann können sie ihre Stärke nicht ausspielen. Und wenn sie nicht aus dem Haus rauskommen, dann können sie ihre Stärke nicht ausspielen. Demzufolge braucht man dafür Assistenz oder Assistentinnen und Assistenten. Und ein gleichberechtigtes Verhältnis zwischen diesen beiden Gruppen herzustellen, ist unheimlich schwierig, muss jeden Tag neu gemacht werden. Die Frage also, kämpfen wir darum, dass es denjenigen besonders gut geht, die die Pflege brauchen oder die Assistenz, oder kämpfen wir darum, dass es denjenigen gut geht, die die Arbeit leisten, mit der Nebenwirkung, dann geht es den zu Pflegenden auch gut. Ich denke, das dürfen wir so nicht diskutieren, sondern wir müssen diskutieren, nur wenn es beiden gut geht, kommen wir wirklich voran. Und diese beiden Aspekte immer gleichzeitig mitzudenken, das ist äußerst schwierig, aber wenn wir schon Zukunftsstrategien uns ausdenken, müssen wir uns diese Mühe machen und das immer beides gleichzeitig denken, dann kommen wir wirklich voran. Es gab da hinten noch eine Meldung, hinten links als erstes und dann hier vorne. Ach so, ja. Ich möchte, mein Name ist Sonja Chemnitz, ich möchte daran anknüpfen und eine Frage an Erika Smiley stellen. Du hast davon gesprochen, dass es in eurer Arbeit gelingt, die Pflegenden und die zu Pflegenden gemeinsam in Gestaltungsprozesse einzubeziehen. Und wenn wir von neuen Strategien reden, dann meinen wir doch Strategien, in denen die Bedürfnisse und die Bedarfe von den Menschen, die pflegen und von den Menschen, die zu pflegen sind oder gepflegt werden, gemeinsam politisiert werden. Könntest du über diese Formen des gemeinsamen Politisierens einfach einiges sagen? Danke. Ja, Katja, du hast ja gesagt, dass man auch einen weiteren Punkt einbringen kann. Also ich denke, gute Care-Arbeit bedeutet natürlich gute Arbeitsbedingungen, es bedeutet auch guter Lohn, aber für mich gibt es noch einen Aspekt, der zu beachten ist, nämlich das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und darüber habe ich bislang also wenig gehört und ich wollte einfach fragen, wie seht ihr das also in Bezug zur Care-Arbeit, diese Thematik, wie könnt ihr die einbinden oder wollt ihr die einbinden und auch damit mehr beschäftigen? Die Katja hat vorhin was Wichtiges gesagt. Die Begeisterung hält sich in Grenzen, wenn gesagt wird, ihr müsst jetzt die Hälfte der Arbeit übernehmen. Und das erlebe ich auch. Ich bin bei der Linken und das erlebe ich auch häufig, wenn es darum geht, sich, ich sage immer, die Gesellschaft kann man nur verändern, wenn man sich verändert. Und das ist die schwerste Aufgabe, auch bei den Linken. Und ich finde toll, wie heute hier das Podium besetzt ist. Aber ich sehe häufig, dass die Podien manchmal wirklich homogen besetzt sind und dass da keiner ein Problem mit hat. Und sicher einige Frauen fällt das auf und sie monieren es. Und es muss einfach selbstverständlicher werden und das geht wirklich nur, wenn wir im Kontakt immer wieder diese partnerschaftliche Veränderung herbeiführen und da auch nicht müde werden, an dieser Veränderung zu arbeiten, sonst schaffen wir die Veränderung der Gesellschaft nicht. Ich war vorhin im Seminar, die Gesundheitsreform sieht auch so aus, als ob sie
mit Sicherheit nicht dazu beiträgt, dass unsere Gesellschaft solidarischer wird, als eine ganze Menge zu tun und wir müssen bei uns selber anfangen. Jetzt noch weitere Fragen an dem Punkt? Ich würde noch zwei oder so aufnehmen. Ja? Johannes, super. Ja, funktionierst du? Ja, gut. Junge Welt, ich habe auch noch eine Frage an Frau Kipping. Und zwar all die guten Sachen. Also Sie haben ja gesagt, als dringendstes bräuchte es sicher erstmal mehr Personal. Wo sehen Sie denn dafür irgendwo eine Chance? Also von der Großen Koalition ist es ja kaum zu erwarten. Die Sozialdemokratie zeigt eher wenig Ambition, die Linkspartei ist im Moment bei 10% und man könnte jetzt natürlich glauben, gut, so Verdi könnte das machen, wie bei der Charité, aber wenn man dem Verdi-Vorstand zuhört, zum Beispiel Frau Bühler, dann verweist sie ja immer darauf, dass es nicht die Aufgabe der Gewerkschaften, mehr Personal durch Streiks zu erkämpfen, das sei Sache der Politik. Wo sehen Sie da eine Chance, dass es vorwärts geht? Ich würde noch die Meldung hier nehmen. Ja. Okay. Good evening. My name is Violet. I work for an organization called Section 27 in South Africa. Okay. Thank you very much to the panel. I just wanted to make a slight comment. I think I like the way the panel is thinking and the direction that you take in terms of looking at health more broader. Most importantly, that health is a political issue. And especially when we look at health as a commodity and a very expensive one at that with huge profit margins. So my thinking is, I think we need to be thinking more strategically around that, like how exactly is this expensive commodity affecting the lowest person, especially the lowest paid. And the first speaker, I think it's Verna, right? Yeah, Verna. Okay. Thank you very much for your talk. I think it's, as I say, that looking at health as a commodity, right, will help us open up our thinking and broaden our thinking in terms of seeing that how exactly do we deal with this particular issue. And we cannot run away from the fact that it is a political issue. And a political issue that it riddles in issues such as corruption. As we recently had a huge anti-corruption march in South Africa, health was one of those things that was on the agenda. That how exactly is health, how much are we losing from the health system, especially when it comes to ensuring that we have a sustainable public service. And South Africa is struggling at the moment with their public service because we're slowly moving away from public service and into massive privatization. And it's an issue where health is actually being sold to the, you know, to the biggest bidder. Whoever it is the heaviest with the heaviest pocket will buy health. So which is a huge problem. I think we need to start thinking around that. So that's just my comment. Thank you. Gibt es an dem Punkt jetzt noch eine Frage? Sonst würde ich erstmal wieder die Gelegenheit, dem Podium zu geben, darauf zu reagieren oder auf ein paar Fragen zu beantworten. Vielleicht würde ich als erstes Erika jetzt das Wort geben, weil es, glaube ich, zwei Fragen gab, die so ein bisschen nochmal das Thema berührt haben. Interessen verbinden von Menschen, die bezahlte Pflegearbeit leisten und von Menschen, die auf Pflege und Assistenz angewiesen sind. Wie kann das funktionieren und was sind da vielleicht auch die Schwierigkeiten, Machtverhältnisse, gegen die man oder mit denen man da zu tun hat, wenn man das versucht? Absolutely. So certainly there are tensions in balancing the interests between caregivers and care consumers is an important task and has to be something that a lot of energy goes into on the front end. Otherwise, some of the tensions of affordability and ability to access certain care services then conflict with the issues of having a fair wage and training and the needs of care workers. And these problems are not unique to care. I mean, they do the same thing in transit when they want to raise fares, you know, to raise wages and in other sectors. And so it's really important to consistently make one of the first priorities of a campaign to align the goals and interests of caregivers and care consumers. In the United States, we've begun experimenting with many different strategies that actually politicize this in the context of the actual campaigns. One of them, for example, is what we have termed the low-wage employer fee, or essentially we try to take a set of large low-wage corporations who are ultimately benefiting from a poor system, who are not paying their own workers
high enough wages to sustain themselves, to provide care for their own families, whether it's senior care or child care, and who are ultimately making their workers dependent on other assistance and on programs, social programs that are provided by the tax base, who are essentially socializing their costs onto society. We instead then fine them and tax them to create a pool of money and resources that can be used for the benefit of improving the care system. And it's something that we actually began to test earlier this year in the state of Connecticut and are actively fighting now in a county in the state of Illinois. But the unique thing about it is not simply the tax, not simply the creation of that funding, and certainly not the creation of funding that just goes back into the general budget that gets fought over every year as a part of the budget process where we're fighting for the crumbs to fill certain gaps and holes in different programs. But instead it goes to a dedicated fund specifically for care services. And what's even more is that we've been trying to do this in a way that creates a forum for workers, caregivers, to actively negotiate and essentially bargain with care consumers and other care recipients over how those funds are used, and not in a way that creates conflict between their two demands, but in a way that creates adequate funding, enough funding to actually provide for the needs of both, to keep affordability within reason for care recipients, while also making care jobs actually jobs that are sustainable, that pay fair wages, and that provide adequate training. Which actually gets to one of the other questions that came up too around this issue of occupational safety and health, which is, you know, one of the pillars, one of the strategies of the CARE campaign, the Caring Across Generations campaign, is in fact to change job quality in the care sector, to essentially professionalize what is seen as an invisible non-professional job, care work, and to create the training and the certification for people to actually provide dignified care work based on the needs and requirements of care recipients, not based on the needs of some, you know, company over there that is kind of counting numbers and counting dollars, but in fact to actually make this dignified, certified care work. And within that context is the skill set and the training and the safety mechanisms that would allow for a safe working environment, let alone a safe environment for those who are actually in need of care. And so again, you can see how aligning the needs and aligning the demands of care recipients and care workers can also turn into adequate care policy and demands that both meet the needs of care workers as well as those in need of care. Dann würde ich jetzt Katja Kipping als nächstes nochmal fragen. Es gab ja vielleicht ein paar Fragen oder auch Punkte der anderen Referentin, auf die du reagieren möchtest. Ich würde dafür jetzt Gelegenheit geben und ich würde aber die Frage auch nochmal aufgreifen, die kam, wie kann denn auch die Linke als Partei das Thema aufgreifen und sozusagen politisieren und auch zu einem Thema machen, mit dem man gewinnt? Das war ja eben die Frage, inwiefern ist das möglich? Dazu möchte ich noch eine Frage stellen, die passt auf eine Art, die haben wir auch im Vorbereitungskreis vor der Konferenz viel diskutiert, so im Angesicht der aktuellen Ereignisse auch der letzten Wochen. In einer bestimmten Weise spitzt sich ja das Thema gerade extrem zu, was die extrem schlechte Versorgung von Geflüchteten zum Beispiel hier in Berlin, aber auch generell in Deutschland angeht. Und da haben wir manchmal uns gefragt, relativiert das jetzt das Thema Krise in Pflege und Gesundheit oder hat es nicht eigentlich damit zu tun? Ich würde dich einfach bitten, vielleicht nochmal zwei Sätze dazu zu sagen, wie können wir das zusammendenken, wie können wir zusammen Ursachen vielleicht zeigen und wie kann man damit auch eine Politik machen, die solidarisch ist und wo es nur um eine gute Versorgung für alle geht? Also die aktuelle Debatte über Geflüchtete, ich finde es gut, dass wir nicht den Begriff Flüchtlingskrise verwenden, weil ich würde immer argumentieren, wir haben eine Krise der sozialen Gerechtigkeit, aber keine Flüchtlingskrise. Weil anhand der Probleme, die jetzt mehr Öffentlichkeit bekommen, eigentlich nur Fragen aufploppen oder Probleme sichtbar werden, die es schon gab, bevor die Zahlen der Menschen, die es hierher schaffen, der Geflüchteten gestiegen sind. Also dass es einen Mangel an Lehrern in der Schule gab, war schon klar, bevor die Zahlen der Flüchtlingskinder in Schulen gestiegen sind. Dass wir ein Problem haben in der Umverteilung, das war schon vorher da. Also deswegen würde ich sagen eher, dass die
steigenden oder die Flüchtlingsbewegung uns hier mit Fragen konfrontieren, die sowieso im Raum stehen, nämlich einerseits die Frage der sozialen Krise hier und zum Zweiten, finde ich, sie verweisen auf ein noch grundlegenderes Problem. Und zwar platzt mit den Flüchtlingen die Systemfrage in die vermeintlich heile Welt von Merkel-Biedermeier. Weil die Flüchtlinge, ohne dass sie das unbedingt wollen, also die machen sich ja nicht auf den Weg, weil sie denken, oh, ich habe da mal eine Botschaft zu überbringen ins reiche Europa, so ist es jetzt in seltensten Fällen, aber sie sind de facto Botschafter oder sie überbringen eine Botschaft und die heißt, die Art, wie wir wirtschaften, handeln und produzieren, kann so nicht weitergehen, weil sie zur Ausbeutung, Umweltzerstörung, Klimakollaps führt, zu einer Militarisierung, zu Kriegen, die sozusagen anderswo Menschen Elend bereiten und halt Menschen in die Flucht treiben. Und mit diesen Menschen, die als Individuen in die Flucht getrieben werden oder zur Flucht gezwungen werden, kommen halt diese Nachrichten bei uns an. Das sind, also ich muss mich zwingen, dazu kurz zu sprechen, weil ich gerade ganz viel dazu schreibe, aber dass es noch ein paar andere Fragen gibt, vielleicht die beiden Punkte sind mir besonders wichtig. Wo gibt es gerade Bewegung oder wo ist was machbar? Also zum einen habe ich nicht so eine negative Einschätzung, was gerade Streikaktivitäten oder Verdi anbelangt beispielsweise, weil ich finde gerade Verdi hat das Thema mehr Personal thematisiert mit Aktionen. Der Charité-Streik war zumindest einmal angelegt, doch bewusst als eine Aktion von Beschäftigten und Patienten und deren Angehörigen, glaube ich, auch mit aus dem Care Revolution-Umfeld unterstützt. Und nun ist das keine Wahlkampfveranstaltung, das darf ja auch die Luxemburg-Stiftung gar nicht machen, aber wenn ich schon gefragt werde, muss ich natürlich schon sagen, dass je höher der Zuspruch zur Linken, umso höher ist der Druck, den wir in diesen Fragen entfalten können. Was die Sozialdemokratie anbelangt, ja, wenn man auf Sigmar Gabriel guckt, hat man natürlich den Eindruck, dass die Sozialdemokratie jegliche Umverteilung aufgegeben hat. Aber das muss vielleicht nicht so bleiben. Also ich meine, die doch eigentlich überraschende Wahl von Corbyn als Labour-Vorsitzender hat ja gezeigt, dass selbst eine sozialdemokratische Partei, die Wegbereiter der Neoliberalisierung der Sozialdemokratie europaweit war, auf einmal überraschende Wendungen vornehmen kann. Also man kann nur sagen, fingers crossed, dass es ihm auch gelingt, da einiges an Resozialdemokratisierung durchzusetzen. Aber deswegen würde ich sagen, so womöglich sind auch Veränderungen nicht ausgeschlossen. Und ich würde immer noch die Sozialdemokratie als ein umkämpftes Feld darstellen, auch wenn leider viele der Kämpfenden sich doch durch eine gewisse Feigheit gegenüber ihrem Vorsitzenden auszeichnen, zumindest in Deutschland. Die Frage von Ralf Knochke, Frust der Erwerbslosen, wie nehmen wir die mit? Also ich erlebe das selber, ich finde es, das macht mir auch echt zu schaffen, welche Spuren Hartz IV auf der Seele von Langzeiterwerbslosen hinterlassen hat. Ich finde so, das kann man schon sehen, das zeigt, dass die Verelendungstheorie nicht immer stimmt, weil offensichtlich das eben nicht zu einer Revolutionisierung geführt hat, sondern eher zu einer Frustration und sich die Aversion teilweise eher untereinander wendet. Also wenn du dir die Geschichte von Erwerbsloseninitiativen in den letzten 10 Jahren anschaust, das ist echt erschreckend. Da müssen wir uns ehrlich die Karten legen. Was wir als Linke dazu machen, wir haben einerseits so ein Netzwerk von Die Linke hilft, wo wir Selbstorganisationen, und zwar nicht im Sinne von Charity, sondern im Sinne von wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe, machen wir. Über die Bundestagsfraktion haben wir auch so was rausgegeben, wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt, wo man immer sagt, es lohnt sich, sich zur Wehr zu setzen. Und das Zweite, das kann ich jetzt nur ganz kurz anreißen hier, aber ich finde immer noch das, was Chantal Mouffe dazu aufgeschrieben hat, im Sinne eines linkspopularen Projektes, was man braucht, die Anrufung eines größeren kollektiven Wirs, was ein inklusives Wir ist, ist immer, gehört zu den wichtigen Dingen, wo wir auch als Linke, also die sind eine strategische Ressource für uns als Linke. Ich finde, da muss man ran. Und ich will noch einen Punkt zu Ilja sagen, weil es ist mir ganz wichtig. Das gibt ja jetzt die, also jetzt ist es ja so, dass diejenigen, die Recht auf Assistenz haben, müssen durch eine Bedürftigkeitsprüfung. Und Ilja gehört zu denjenigen, er hat das so ein bisschen bescheiden ausgedrückt, die in seiner kleinen Erfahrung, die er mit der Politik hat, damals als Mitglied der Bundestagsfraktion, auch innerhalb unserer Fraktion durchgekämpft hat, dass wir sagen, das Recht auf Assistenz
gibt es ohne Bedürftigkeitsprüfung. Und da gab es einen spannenden Einwand und da hieß ja, aber wir wollen doch nicht die Assistenz für Millionäre bezahlen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch die Dichte von Menschen, also die Dichte von Millionären unter Assistenzberechtigten oder Bedürftigen ist jetzt auch nicht so hoch, muss man ehrlicherweise sagen, aber davon mal abgesehen, fand ich das so bemerkenswert, weil das sowas aufzeigt, wenn man möchte, dass Millionäre stärker zur Kasse gebeten werden, dann kann man das machen über eine ordentliche Steuer. Aber nicht, indem man Menschen mit Behinderung sagt, ihr müsst erstmal beweisen, dass ihr nichts habt. Und in der Praxis heißt das nämlich auch, dass jemand, der das Glück hat, mit jemandem verheiratet zu sein, der ein Einkommen hat, sofort die Bedarfsgemeinschaft kreist und die erstmal sein Einkommen noch mit auf den Tisch legen muss, bevor sozusagen es eine Unterstützung von Assistenz gibt. Deswegen finde ich das ein Beispiel, wo es zeigt, wie wichtig es ist, dass die Bedarfsprüfung bei solchen Sachen abgeschafft wird und dass man das muss viel mehr in diese Richtung gehen, wie sie Ilja erkämpft hat. Das wollte ich hier nochmal würdigend sagen. Ja, dann würde ich Ihnen, Herr Hesse, noch mal kurz die Gelegenheit geben, auf ein paar Punkte vielleicht einzugehen. Ich glaube, einmal war das die Anmerkung mit dem Arbeitsschutz. Was ich noch spannend fände, wäre, Sie haben ja in der letzten Runde gerade diesen Punkt Umverteilung und also konkrete andere Politiken, die möglich wären. Ich würde jetzt auch gerne noch mal den Punkt aufrufen, wenn wir gerade so eine Rhetorik haben von knappe Ressourcen, Verteilungskämpfe, die Obergrenzen sind erreicht mit Blick auf die Situation der Geflüchteten. Sie sind ja im Paritätischen Verband, sind ja viele Menschen auch organisiert, die von Armut und Ausgrenzung betroffen sind. Inwiefern ist denn gerade, wie kann man dieses gesellschaftliche Klima in eine Richtung wenden, die eher für eine Umverteilung und für eine gute Daseinsvorsorge geht? Und wie gehen wir mit dieser Gefahr von Konkurrenz- und Verteilungskämpfen um? Wenn das so einfach zu beantworten wäre. Versuchen wir es. Nein, Sie wissen ja vielleicht, dass wir uns im letzten Jahr auch intensiv in dem Bündnis Umverteilen engagiert haben, was leider beispielsweise andere Wohlfahrtsverbände nicht mitgetragen haben. Das, denke ich, das Problem ist, dass diejenigen, die für Umverteilung eintreten, ob es nun in Sozialversicherungssystemen ist oder in Steuersystemen, dass das einfach zu wenige noch sind. Das ist in der Politik am Ende immer so. Wenn die richtigen Kräfteverhältnisse da sind, dann geht auch einiges. Und die Kräfteverhältnisse reichen nicht. Und Katja Kipping hat ja das Verhalten der SPD hinreichend deutlich beschrieben. Das war für uns eine Riesenenttäuschung. Wir haben nach den Vorwahlaussagen da durchaus drauf gehofft, dass da einiges gehen könnte. Aber am Ende ist nichts passiert. Der Vorsitzende hat die Seinen alle wieder zurückgerufen. Aber das heißt für uns nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Also wir erleben in vielen Feldern, vorhin ist das Thema Assistenz für Behinderte angesprochen worden, das ist ja auch kein Thema, das innerhalb von einem halben Jahr diskutiert wurde. Das ist ja etwas, was teilweise über Jahrzehnte läuft und irgendwann ist der Punkt reif. Man muss einfach, das ist leider so, in der Politik einen langen Atem haben, nachhaltig dranbleiben und vielleicht mal Glück haben, dass man den richtigen Zeitmoment erreicht hat. Aber sozusagen das Rädchen, wo man sagen kann, so den Schalter drehe ich jetzt genau so rum und dann ploppt das, das gibt es leider nicht. Ich will auch nochmal auf Herrn Knocke eingehen, die Frustration der Arbeitslosen. Ich hatte das ja in meinem Statement auch angesprochen, dass die Stigmatisierung von Arbeitslosigkeit ein ganz großes Übel ist, das zu gesundheitlichen Problemen führt, aber natürlich auch zu diesem Rückzug, zu dieser Frustration. Ich habe nie verstanden, wie die Politik Hartz IV sozusagen präsentiert hat. Warum hat man nicht gesagt, liebe Leute, es tut uns leid, wir haben nicht für alle Arbeitsplätze, die Politik kann auch nur bedingt welche schaffen, sie kann förderliche Rahmenbedingungen schaffen, okay, aber für die, die jetzt keinen Arbeitsplatz haben, da schaffen wir eine anständige Grundsicherung und man muss sagen, bei allem, was man an Herrn Peter Hartz zu kritisieren hat, seine Vorschläge waren besser als das, was die Politik hinterher daraus gemacht hat. Also die waren gar nicht so schlecht. Die gingen in die Richtung dessen, was ich gerade beschrieben habe. Und dann zu sagen, die Menschen, die eine Chance sehen, einen Arbeitsplatz zu finden, die unterstützen wir auch, die beraten wir, die qualifizieren wir. Aber die kujonieren wir nicht mit ständigen Vorsprachen auf dem Jobcenter, bei denen nichts rauskommt. Also das hätte man völlig anders präsentieren können, aber man hat offenbar die Arbeitslosigkeit, damit die Arbeitslosen systematisch stigmatisieren wollen und muss sich jetzt über die Zwei-Klassen-Gesellschaft, die wir inzwischen dann auch in der politischen Willensbildung in gewisser Weise haben, nicht wundern. Also ob das so weit gedacht worden ist, weiß ich nicht, aber man muss es inzwischen so konstatieren. Und das ist auch ein Punkt,
weswegen ich ein starker Verfechter für Verantwortung auf kommunaler Ebene bin, weil ich denke, auf kommunaler Ebene gibt es dann auch für Menschen mit und ohne Arbeit viel mehr Möglichkeit, mitzuwirken, auf Augenhöhe zu sehen, was da passiert, wo man am Ende vielleicht auch gar nicht mehr fragen muss, lebt er jetzt von Erwerbsarbeit oder lebt er von Grundsicherung? Also sozusagen in der örtlichen Gemeinschaft, denke ich, ist viel Begegnung möglich. Zu der Umverteilen war schon angesprochen, vielleicht auch nochmal zu Dr. Seifert. Wir haben ja mit unserem neuen paritätischen Logo ein klares Bekenntnis abgegeben zum Frage des Menschenbildes. Jeder Mensch ist uns gleich wert und das jetzt nicht nur in pekuniärer Hinsicht, sondern in jeder Hinsicht. Und auch da wissen wir natürlich, dass wir permanent eintreten müssen und kämpfen müssen, dass das auch so umgesetzt wird. Zum Arbeits- und Gesundheitsschutz bin ich ja auch nochmal angesprochen worden. Da will ich Ihnen hier etwas verraten, was ein bisschen Früchte zeigt, aber nicht genügend Früchte zeigt. Es gibt ja Berufsgenossenschaften, die für Arbeits- und Gesundheitsschutz zuständig sind, neben den Gewerbeaufsichtsämtern. Und es gibt eine für den Bereich eben Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, in der wir auch einen gewissen Einfluss haben. Und wir haben schon vor Jahren die dazu gebracht, sich mit dem Gesundheitsschutz und den Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte jetzt im professionellen Bereich, also ambulante Dienste, stationäre Pflege, intensiver zu beschäftigen und sozusagen von daher einen gewissen Druck aufzubauen auf die Politik, auf die Kranken- und Pflegekassen, am Ende doch solche Entgelte zu zahlen, dass man vernünftige Arbeitsbedingungen gestalten kann. Das ist nur in Ansätzen gelungen, aber da wird weiter daran gearbeitet, weil das ist für uns ein ganz interessanter Partner, der nicht mehr so ein schreiender Verband ist oder so eine kleine rote Partei, sondern sozusagen im staatlichen System durchaus auch eine Rolle spielt. Aber auch das geht nicht von jetzt auf gleich, auch das muss mühsam erarbeitet und erkämpft werden. Ich würde jetzt gerne nochmal das Mikro öffnen für alle und ich möchte eine Frage auch nochmal in den Raum stellen, die jetzt, glaube ich, auf dem Podium mehrmals aufgetaucht ist. Katja, du hast eben gesagt, ein linkes populares Projekt um Gesundheit und Pflege. Ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen ein Gedanke der Konferenz gewesen. Können wir diese vielen verschiedenen Facetten, Gesichter der Krise in Pflege und Gesundheit zusammenbinden und das über ein Fachthema hinaus eigentlich zu einem Thema machen, was Leute politisiert und wo wir auch für gesellschaftliche Alternativen kämpfen können? Und das ist natürlich ein Experiment, weil hier sind sehr viele verschiedene ganz konkrete Problemlagen auch im Raum. Und ich glaube, das wäre eine Frage, die wir auch nochmal zusammen diskutieren könnten. Was sind die Potenziale dafür und was sind vielleicht auch die Schwierigkeiten? Inwiefern funktioniert das auch als so ein politisches Thema und was fehlt dafür vielleicht auch noch? Aber auch gern andere Aspekte, aber das finde ich, glaube ich, eine ganz gute Frage, um wieder auch den Bogen zu schlagen zu Gesundheit und Pflege. Da hinten ist eine Meldung und links hinten. Christoph Bamm ist mein Name aus Österreich. Ich arbeite in meinem Gesundheitszentrum, das versucht, andere Zugangswege zur Bevölkerung zu finden, in einem Quartier, einem benachteiligten Stadtteil, sich solidarisiert mit Einzelschicksalen, mit sozialen Gruppen, die dort arbeiten und leben und das Ganze aus dem Medizinsystem heraus betreiben. Das ist unser Zugang. Es fehlt mir ein Stück weit, dass wir so Gedanken wie von Aaron Antonovsky als grundlegend heranziehen und epidemiologische Erkenntnisse wie von Richard Wilkinson, der die soziale Ungleichheit sozusagen als die Gesundheitsdeterminante herausstellt und sozusagen die Gesundheitsdienste anders orientieren auch. Also dieser Aspekt fehlt mir ein Stück weit und ich wollte ihn zuerst nur mal so benennen und Sie vielleicht auch einladen, ich werde morgen dieses Gesundheitszentrum auch vorstellen, um 14 Uhr in einem Workshop, aber der Punkt ist hier, dass sozusagen
eine Umkehr, wenn man so möchte, auch ein Stück weit von innen heraus betrieben werden kann, also ohne immer die großen Systemfragen und die Finanzierungsfragen zuerst zu diskutieren. Katrin Vogler, Mitglied der Bundestagsfraktion Die Linke aus dem Bereich Gesundheitspolitik. Ich wollte da anknüpfen an der Frage, die du gestellt hast. Ich bin diesen Sommer viel unterwegs gewesen, überwiegend in Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen Bundesländern mit dem Thema Gesundheitspolitik. Und weil ich mich damit ja jetzt schon seit 2009 beschäftige, kann ich so ein bisschen eine Entwicklung vielleicht sehen. Mein Eindruck ist, dass es im Augenblick was ist, was sehr, sehr viele Menschen umtreibt und dass viele Menschen auch bereit sind, aktiv zu werden, und zwar jenseits oder über alte, bekannte Organisationsformen auch hinaus. Also ich will mal ein Beispiel erzählen. Wir sind da mit 8 Krankenhausbetten, mit angeschraubten Parkuhren an 22 Orten in Nordrhein-Westfalen aufgetaucht und haben mit den Leuten angefangen, über ihre Erfahrungen mit dem Gesundheitswesen zu diskutieren. Und es ist was, wo fast jeder und jede etwas zu beitragen kann. Und wir haben da noch, also ich habe schon sehr viel in Fußgängerzonen Material verteilt und Infostände gemacht, aber mir sind noch nie so Informationen aus der Hand gerissen worden, bis hin, dass die Leute kamen und sagten, wo kann ich hier was unterschreiben? So, das war unser Fehler, wir hatten nichts zum Unterschreiben dabei. Ich hätte gerne vielleicht noch mehr aktivierende Ideen entwickelt, was man mit den Leuten dann auch machen kann, damit sie ihr Leiden an diesem Krankensystem, Krankengesundheitssystem ausdrücken können und vielleicht auch gemeinsam ins Gespräch kommen vor Ort. Das ist dann vielleicht das nächste Projekt. Also ich will einfach sagen, ich glaube, das ist jetzt gerade sowas wie ein Window of Opportunity, mit dem wir ganz, ganz viele Menschen erreichen können, ansprechen können, zusammenbringen können, sich gemeinsam für Veränderung einzusetzen, zwar auf allen Ebenen, von der ganz kleinen lokalen Ebene, wo bei mir zu Hause jetzt gerade Tausende von Menschen um das kleine Krankenhaus kämpfen, bis hin zur bundesweiten Ebene, und das hier könnte, oder auch zu der internationalen, also auch die Frage zum Beispiel, was macht TTIP mit unseren Gesundheitswesen? Und zwar sehr wohl auch, also wenn die Standards vereinheitlicht werden, müssen wir befürchten, dass es nach unten geht. Und zwar müssen wir das hier und auf der anderen Seite des Atlantiks befürchten. Also auch in den USA haben die Menschen durch TTIP was zu verlieren. Und das würde ich ganz gerne auch manchmal hier in die Debatte einbringen. Hallo. I just wanted to find out, in your discussions, in your debates basically around health, do you also speak about the social determinants of health? Because as we know, that health does not exist in isolation of its determinants. Like for example, say the Department of Education, what does the Department of Education have to do with our health? You know, for us to have a proper integrated system and have an effective health system. As Alexi said yesterday in his discussion, that are we tackling the cause of the cause? So I just wanted to find out, in your debates around health, do you also speak about its social determinants? Thank you. Ja, hallo. Ich bin Sandra Out, Betriebsrätin im Assistenzbetrieb in Frankfurt. Und ich möchte mich kurz beziehen auf ein paar Aussagen von dem Herrn Hesse. Und zwar hatten Sie in der Fragerunde davor gesagt, dass die Steuerung durch die Kommunen verbessert werden muss im Gesundheitsbereich und dass da zu wenig Geld ist. Da möchte ich einfach mal auch aus eigener Erfahrung hinzufügen, dass es nicht nur die Frage von zu wenig Geld ist, sondern auch von wie das organisiert ist. Also in Frankfurt haben wir ganz in vielen Vereinen das Problem, dass die Aufgaben der öffentlichen Hand auf die Vereine übertragen werden und dann überhaupt nicht mehr kontrolliert wird, was mit dem Geld passiert, wie viel Lohn dann die Mitarbeiter davon überhaupt bekommen. Und wir hatten einen jahrelangen Kampf um Tariflohn. Also unser Tarifvertrag wurde nie ausbezahlt, weil die Kommune immer gesagt hat, ja, euer Arbeitgeber hat das Geld, aber wir haben es nicht bekommen. Und das Problem haben viele Vereine. Und dann wollte ich noch zu einer Sache was sagen. Sie haben
darüber gesprochen, dass die Familienpflegezeit besser bezahlt werden sollte. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Aber dieser Hinweis, dass dann vielleicht die Pflegeversicherung nicht mehr so belastet ist, das geht halt für mich so in die Richtung, dass wir eigentlich wieder, wie Katja das vorhin auch meinte, also so zurückgehen. Also ich finde, es müsste halt beides sein. Also man müsste gut abgesichert sein, wenn man pflegen will. Aber es muss auch genug Möglichkeiten geben, die Pflege abzugeben, wenn man es entweder nicht will oder sich nicht in der Lage fühlt. Und ja, das fand ich nochmal wichtig dabei. Ja, Katja, als Vertreterin der Linken, nachdem du meine erste Frage ignoriert hast zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz, Moment, hätte ich eine Frage, die wirst du sicherlich auch noch beantworten und beantworten wollen. Und zwar, also ich habe gehört, dass die Flüchtlinge, ja, die Asyl hier beantragen, vor allen Dingen auch Junge, beziehungsweise auch Asyl dann bekommen, sozusagen in die Pflege, als Pflegekräfte oder in der Grundpflege arbeiten können oder arbeiten sollen. Also der Pflegekräftemangel, damit ein bisschen, jetzt fehlt mir das Wort, kompensiert werden soll. Ich befürchte aber, und ich frage dich, ob du die Befürchtung auch so siehst, dass sie vielleicht ist es nicht so drastisch, wenn ich sage, dass sie als geringfügig Beschäftigte in der Pflege etwas ausgenutzt werden könnten. Ja, ich fand eben den kurzen Beitrag von der Genossin Vogler ganz interessant. Ich meine, das sind die Erfahrungen, die du jetzt auf deiner Rundreise gemacht hast. Aber muss man nicht wirklich, wenn man da versucht, wirklich zu reflektieren und sich mal die ganzen, sagen wir mal, 20, 30 Jahre mal anguckt, wie eigentlich Stück für Stück alles, was mit Gesundheit zu tun hatte, immer weiter abgebaut wird. Ich meine, man versucht auf verschiedenen Ebenen, ich will mal hier ein kurzes Beispiel geben, auf Kreisebene in Siegen-Wittgenstein, wurde von unserer Seite versucht, eine Psychosomatik irgendwie einzurichten. Ja? Das wurde von den anderen Parteien einfach abgelehnt. Also viele Sachen, die hier wirklich auch von Genossinnen und Genossen vor Ort versucht werden, dass sie eingerichtet werden, wird also von der, ja, ob es jetzt CDU, SPD oder sonst wie, eigentlich immer wieder blockiert. Und da sehe ich eben das große Problem. Natürlich, sowas, die Resonanz auf bei solchen Sachen, wenn man mit solchen Betten in die Fußgängerzone, ist die Resonanz natürlich sehr gut. Das kann man bei allen Sachen, wenn man praktisch hier Aktionen in der Fußgängerzone macht, also immer wieder feststellen. Aber was ist quasi die Quintessenz? Was ist das Ergebnis? Katja hat vorhin angesprochen, dass mit den Flüchtenden, die nach Europa kommen, sozusagen auch die globalen Fragen plötzlich im Raum stehen und die globalen Verhältnisse. Und ich denke mir gerade im Pflegesektor, in dem es ja sehr viele migrantische Arbeitskräfte gibt, weltweit, wo es sozusagen eine riesen Migrationsbewegungen gibt, Brain Drains hin und her, auf verschiedene Weise ist es ganz zentral, sich bei allen Diskussionen über Perspektiven, Alternativen, über Strategien sozusagen über den deutschen Rahmen hinauszudenken, auch über den europäischen Rahmen, sondern global zu denken. Was bedeutet das? Was sind menschenwürdige Bedingungen für Pflegende und auch für Klienten, die sozusagen nicht nur im deutschen Rahmen gedacht werden können, sondern die auch global gedacht werden können, auch wenn es nicht direkt umgesetzt werden kann. Aber ich glaube, man muss in diese Richtung denken. Das müssen Lösungen sein, Ideen sein, die sozusagen auch global nachhaltig sind und nicht das eine Land auf Kosten des anderen Verbesserungen herstellt. Und in diesem Bereich ist es ganz zentral. Das gilt in Südafrika genauso wie in den USA. Da werden dann auch
Migranten aus den Nachbarländern gesucht oder wieder die Ärmsten der Armen, die dann wiederum die etwas Reicheren pflegen. Also ich glaube, das ist sehr zentral, das in den Mittelpunkt zu stellen. Mein Name ist Laura Mohr, ich bin Ärztin und war auch Stipendiatin der Rosa-Luxemburg-Stiftung, hatte jetzt die Möglichkeit, mal freizunehmen, um zu diesem Kongress zu kommen. Was mir jetzt so ein bisschen fehlt bei den Strategien, ist auch ähnlich, wie es heißt, seitens der sozusagen die Not, also die gepflegt werden müssen oder die Assistenz benötigen, fehlt mir auch die feministische Perspektive, ehrlich gesagt, weil wenn es dann um Strategien oder Beispiele geht, dann ist es doch meist wieder irgendein Arbeitskampf, also eben wieder die Erwerbstätigen im Bereich der Gesundheit und der Pflege. Gleichzeitig haben wir schon gesagt, dass die Großteil dieser Arbeit, der Care-Arbeit an Kindern und alten Senioren von Frauen durchgeführt wird, informell, daheim, privat. Und dieses Bewusstsein, das wird dann so erwähnt, aber genau da, finde ich, müssten wir viel mehr einfach auch an Widerstand erzeugen. Also Bewusstsein, Diskurs und dann irgendwo diese Position, dass es heißt, wir wollen diese Verantwortung gesamtgesellschaftlich übernehmen und eben da auch nicht mehr so erpressbar sein. Und da, finde ich, braucht es mehr Strategien zu, wie man da auch dann mobilisieren kann, weil prinzipiell wäre es halt schon die Hälfte der Gesellschaft, die da sich auch dann einsetzen könnte, wenn man sagt, man will dann anderen Fokus reinbringen in diese ganzen Umgang der Menschen miteinander. Ja, ich bin Krankenschwester. Und in dem Zusammenhang oder beziehungsweise aus meiner Arbeit heraus interessiert mich mal, ob es da bei dem Thema Umkehr auch ein Augenmerk auf die Qualitätssicherung gibt. Andersrum gefragt, VW hat es ja vorgemacht, dass im Prüfstand die Qualität oft sehr gut ist, aber im Normalbetrieb das nicht so unbedingt funktioniert. Und nun ist quasi meine Frage, ob es da auch Gedanken darüber gibt, ob diese Qualitätskontrollen im Gesundheitswesen, ob die so weitergeführt werden sollen, ob die weiter auf die Spitze getrieben werden sollen oder ob man die vielleicht auch mal hinterfragt. Wenn es jetzt noch Direktanmerkungen und Fragen gibt, würde ich noch ein, zwei aufnehmen. Ansonsten würde ich mit Blick auf die Uhr noch mal eine Abschlussrunde auf dem Podium machen. Ich sehe jetzt keine Hand, die sich regt. Kein Widerstand? Okay, dann würde ich noch mal kurz eine Runde auf dem Podium machen. Ich glaube, es sind verschiedene Aspekte angesprochen, wo vielleicht auch jeweils ihr wisst, auf welchen ihr antworten wollt. Vielleicht, was öfter jetzt kam, war noch mal die Frage der sozialen Determinanten von Gesundheit, um vielleicht auch noch mal genauer zu schärfen, was es denn heißt, Pflege und Gesundheit zu politisieren, nicht nur die großen Fragen, auch im Konkret, wie wir es organisieren. Und meine Frage, die ich eben ans Plenum gestellt habe, wie kann so ein populares Projekt in Pflege und Gesundheit aussehen und geht das überhaupt, würde ich vielleicht auch noch mitgeben. Und das Ganze auch noch kurz und knackig, wenn es geht. Ich würde vielleicht einfach hier anfangen und die Reihe durchmachen, also zuerst an Werner Hesse. Ja, ich möchte gerne nochmal auf Frau Ort vom CBF eingehen. Frau Ort, Sie merken, wir kennen unsere Mitglieder. Der Hinweis auf mehr kommunale Verantwortung bezieht sich erst einmal auf gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen. Das hat jetzt sozusagen mit direkt dem Leistungsrecht oder Leistungsgeschehen nichts zu tun. Und es gibt sicherlich Dinge, die machen auch keinen Sinn zu kommunalisieren. Nur das Argument, die Stadt Frankfurt hat nicht hingeguckt, spricht nicht gegen das Konzept, weil der LWV Hessen guckt auch nicht hin. Natürlich heißt kommunale Verantwortung die nötige Finanzausstattung und heißt die nötige Qualifikation und heißt auch das nötige Engagement. Aber ich sehe auf kommunaler Ebene am ersten eine Struktur, wo auch eine gewisse Bürgerbeteiligung und Bürgermitsicht möglich ist, besser als in Großstrukturen. Und das
gilt meines Erachtens auch für das Thema Qualitätssicherung. Da gibt es sicherlich ganz klar pflegefachliche, medizinfachliche Gesichtspunkte, die von entsprechenden Fachleuten zu betrachten sind. Aber was viel zu wenig zum Tragen kommt, das sehen wir insbesondere bei dem Thema der Pflegequalität, ist Sicht der Menschen. Die Frage, fühlen sie sich dort wohl? Und es gibt vielleicht den einen oder anderen, dem ist es nicht so wichtig, dass immer alles klinisch sauber geputzt ist. Ihm ist viel wichtiger, dass er eine Ansprache von Menschen hat. Zu Hause hat er vielleicht auch nie immer alles aseptisch geputzt gehabt. Also sozusagen das Wohlbefinden des Menschen spielt er in der Pflege überhaupt keine Rolle. Und das sind Dinge, denke ich, wo man Qualitätssicherung auch deutlich anders betrachten könnte. Dann würde ich direkt nach links weitergeben. Ja, in Kürze und ohne Unterlassungssünden, also meine Unterlassungssünde von vorn, die fehlende Antwort zum Thema Gesundheits-, Arbeits- und Gesundheitsschutz war mir schon aufgefallen. Ich will dazu einräumend sagen, es gibt Leute wie Katrin Vogler bei uns aus der Bundestagsfraktion, die in den entsprechenden Ausschüssen sind und die fachlich noch viel kompetenter sind als ich. Ich kann nur sagen, aus den Perspektivwechseln, die ich mitgemacht habe, wo ich in verschiedenen Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern gearbeitet habe, immer mit einem begrenzten Blick, war mein Eindruck, dass es theoretisch schon unglaublich viel Gesundheitsschutz gibt. Theoretisch. Technische Vorrichtungen, wo niemand sich einen Bandscheibenvorfall zuziehen muss. Das Problem ist, im Arbeitsalltag voller Stress, Überlastung, hat niemand Zeit, das anzuwenden, also dass noch nicht mal die theoretisch-technischen Möglichkeiten des Gesundheitsschutzes und des Rückenschutzes ausgenutzt werden, weil du eine komplette Überlastung hast. Deswegen finde ich auch, damit Gesundheit ins Arbeitsschutz wirkt, ist im Stressvermeidung die oberste Sache. Und das heißt mehr Personal rein, kürzere Arbeitszeiten, Verlässlichkeiten, was im Pausen anbelangt etc. scheint mir da ein Schlüsselzugang dazu zu sein. Zum zweiten, Gesundheit und die soziale Dimension. Das ist ganz stark miteinander verbunden. Man kann vereinfacht sagen, wer das Glück hat, in einer reichen Familie und einer reichen Region geboren zu sein, bei dem addieren sich die Vorteile im Laufe eines Lebens. Und wer in einer armen Familie geboren wird, in einer armen Region, bei dem addieren sich die Hürden, die er zu überwinden hat. Und das führt bei Leuten, die Glück haben, dazu, dass sie mehr Bildungserfolge haben, potenziell, tendenziell eher in gesünderen, abgasärmeren Gegenden wohnen. Dort sind nämlich die Grundstückspreise in der Regel höher, können sich nur die Reicheren leisten, können sich eher die gesünderen Lebensmittel leisten. Und wir wissen, die Studien gehen auseinander, die Lebenserwartung von Reichen sind höher, je nach Studie zwischen, also Koch-Institut sagt wohl 5 Jahre, andere sagen 10 Jahre, aber im Durchschnitt leben Reiche länger und beziehen also noch länger ihre höhere Rente. Während hingegen Ärmere, das beginnt bei niedrigeren Bildungserfolgen. Das sind ja auch manchmal sind es ja so feine Sachen wie die Fähigkeiten der Eltern gegenüber den Lehrenden, die Interessen ihrer Kinder wahrzunehmen, wenn da so ein Rechtsanwalt aus gut situierten Hause kommt. Das ist ja nie so direkt, aber das unterschwellig sind dessen Chancen, für das Kind nochmal eine bessere Note auszuhandeln, deutlich besser, als wenn Eltern sozusagen kommen, die nicht mit dem Nimbus eines Rechtsanwaltes, also jetzt nichts gegen Rechtsanwälte als Person, ne? Nee. Selber gute Freunde sind Rechtsanwälte, aber ich beschreibe sozusagen, ich versuche die feinen Unterschiede, wie sie Pierre Bourdieu benannt hat, etwas plastischer zum Schreiben und da wird man immer ungerecht und kleidet in ungerechte Karikaturen ab. Aber kurz und gut, du siehst eine Addierung von Hürden von Menschen, die in ärmeren Familien geboren werden. Besteht die Gefahr der Ausnutzung von Migranten und Geflüchteten? Ja, na klar, weil je prekärer die Situation von Menschen ist, desto eher sind sie ausbeutbar und unsichere Aufenthaltstitel oder sogar Illegalisierung ist natürlich eine ganz besondere Form von Prekarisierung. Wobei es ja jetzt konkret erstmal immer noch wir eine Situation haben, dass es am Anfang für die ersten Monate ein Arbeitsverbot gibt und danach die Nachrangregelung gibt. Also ein Flüchtling hat erst nach einer gewissen Zeit die Chance, einen Arbeitsplatz wahrzunehmen, wenn auch nachgewiesenermaßen kein Deutscher für diesen Platz geeignet ist. Also das kann übrigens auch dazu führen, dass jemand, der schon einen Arbeitsplatz hat in einem Pflegebereich, wenn nach Ende der ersten Befristung sich herausstellt, jetzt gibt es doch einen Deutschen in der Region, der dafür in Frage käme, der wieder ausgetauscht werden muss.
Das heißt dann auch für die Betriebe, wo die zum Einsatz kommen, dass sie immer mit einer Auswechselbarkeit planen müssen. Also insofern, und natürlich werden die Geflüchteten missbraucht. Die CDU nutzt sie, um die Aufweichung des Mindestlohnes ins Gespräch zu bringen. Hans-Werner Sinn, ganz originell, fällt ein, dass ja die Flüchtlinge jetzt ein Beleg dafür sind, dass wir die Rente mit 70 brauchen. Ja, sehr originell, dem ist auch kein Argument zu blöd, um seine Sachen vorzubringen. Dann wurde eingefordert, dass die feministische Perspektive fehlt. Also ich sehe das nicht so, weil ich fand den Charité-Streik, wo auch Care Revolution beteiligt war, hat einen durchaus anderen Charakter. Aber ich will hier kurz eine Problematisierung ansprechen. Also wo wir miteinander umgehen müssen, weil zum einen wissen wir, dass in dem Moment, wo Pflege eher familiär und zu Hause erledigt wird, es immer noch zu einem Großteil die Frauen wegtragen. Und all meine leidenschaftlichen Appelle, dass man das 50-50 teilt, in der Praxis sehr langsam durchsickern. Zum Zweiten können wir jetzt aber nicht einfach sagen, und aus feministischer Sicht sagen wir deswegen, keine Pflege zu Hause, alle ab in stationäre Einrichtungen. Weil es gibt eine Forderung aus der selbstbestimmten Behindertenpolitik und anderen, die sagt, wir wollen eben nicht den Vorrang von Heim, sondern wir wollen möglichst lange zu Hause sein. So, und das klingt auf den ersten Moment, haben wir da zumindest erstmal ein Problem, wo wir miteinander umgehen müssen. Und jetzt, ich glaube, jetzt habe ich alles. Habe ich eine Frage vergessen? Nee, ne? Okay, jetzt deine Frage zum Schluss mit dem popularen Projekt. Auch da kann ich jetzt nicht in einem Trommelinferno das sozusagen die Losung ausgeben, mit der wir dann morgen das alles verkünden, sondern ich würde meine Antwort ist eher ein Tasten. Und sonst wäre, also wir müssen ja auch hier gemeinsam auf der Konferenz da Lösung finden. Aber ich finde schon, dass Care Revolution ein guter Überbegriff ist, dass die 4-in-1-Perspektive ein guter Überbegriff ist, wo sich Menschen hinter versammeln können. Und ein populares Projekt braucht ja immer die Beschreibung eines Wirs. Das ist leider die Übersetzung vom Englischen Yes, we care oder we care funktioniert ins Deutsche nicht, aber dieses we care, also wir, die wir caren, ja. In sozusagen, dass wir also jetzt etwas kompliziert übersetzt, sorry an die Übersetzer, wir, die wir in Sorgearbeit involviert sind, ist sozusagen das Wir und das heißt halt sowohl hauptamtlich Beschäftigte, Menschen, die in der Familie Sorgearbeit leisten, wie Leute, die Anrecht auf Sorgearbeit haben oder Bedürfnis nach Sorgearbeit haben, sind das Wir. Nein, wir, die wir in Sorgearbeit involviert sind. Wie Care meint ja... Wir Care heißt auch, wir sorgen meint nicht nur... Ja, das ist halt das... Caren meint... Er meint jetzt Caren mit dem Besen in der provokanten Zuspitzung. Das meinen wir nicht... Aber wie Care meint ja nicht nur die Arbeit als professionelle Arbeit, sondern heißt auch sich sorgen im positiven Sinne. Uns ist das nicht egal, uns ist der Mensch nicht egal. Das ist ja auch eine Aussage von wie Care. Und dann braucht es natürlich auch ein Gegenüber und ich würde immer sagen, ja, damit das wie auch entsteht, braucht es ein Gegenüber und ich würde sagen, wer auf jeden Fall nicht dazu gehört, das sind die Pharmakonzerne und die Lobbyisten und das sind alle Verfechter des Neoliberalismus, weil die sozusagen machen sich definitiv keine Sorgen um Menschlichkeit. Sorry, it's your turn. And you can choose what you want to answer. But I guess there were some points. Oh, Entschuldigung. Ja, ich übergebe das Wort an Erika Smiley. Well, I appreciated the discussion and also appreciated how much I'm learning about the context here in Germany, which is slightly different, but not that much different. And so a couple of just immediate responses. One on this question of funds versus the allocation of funds, like winning funds versus actually allocating them. And I think it's actually a really critical point for us in the US, because again,
the point of power for us to be able to accomplish these things and to make sure that what we do create actually exemplifies the values that we have as care recipients and as care providers is to create points of negotiation between recipients and providers and either the state or some of these big companies that we've been talking about. And so to the degree that part of the different emerging strategies we've been testing in the United States, whether it's the low-wage employer fee that I mentioned earlier, the Federal State Innovation Fund, which we're trying to pass now, which would provide resources for states to basically move pilot projects to move long-term care, or some of the other strategies that are moving in Hawaii, trying to basically put a tax on the payroll tax to create a senior long-term care fund for seniors. Like, all of these things are great in terms of creating funding, but the key point for us in terms of making sure that the funding is allocated well is to create active decision-making bodies consistent of low-wage workers from low-wage sectors who themselves are often care recipients or family members of care recipients with care providers to actually determine what are the things that need to be funded to improve the quality and conditions of care in a particular area. And we see those things as being able to happen at the local and municipal level as well as at the state and federal level and in the United States. Those are the types of strategies that we want to move, because it's not, we've all learned, and I think it's safe to say that this is the case in Germany as well, that it's not enough just to try to get the funding, but to actually have control over the funding and power in a way that makes our values real in redefining the future of care in our country is something that's really important. Secondly, on this question of a global level, or having solutions that at least cut across national borders. I think we also see this as important, and the immigration condition in the United States is obviously very different than the experience that Europe is currently having with refugees from Syria. However, the use of immigrants to undercut the conditions and standards of care is still the same. And in the United States, it just happens to be more immigrant women from the Caribbean and Latin America, or from the Philippines, who are exploited in ways that are unfathomable in terms of being expected to provide care. And no one benefits from that. And so to the degree that we can tackle that both in the context of the U.S. and globally, we're certainly trying with experiments such as in the U.S. trying to work with legislators to explore immigration legislation, immigration reform legislation that would actually benefit and create specific pathways to citizenship for care sector workers, again, who themselves are often undocumented immigrant women. And in doing so, create more security and protections for them to then make the same demands as non-immigrant care workers and care women so that they aren't then used as a wedge to drive down wages and conditions in the sector. And then additionally, we've seen this a lot with our allies and our partners at the Domestic Worker Alliance in the United States, is this notion of creating new tables and new forums for workers to actually bargain. Again, in the context of care, particularly home care, which is where our campaign focuses on, you know, you have individual workers often in the homes of other individuals, and the bargaining relationship can be, you know, rather personal. And in trying to expand and broaden that out outside of the home, such that you have a, you know, conglomerate of care workers or domestic workers or coordinating and collectively negotiating with a collective group of care recipients, either based on a particular area or looking at the dominant employers, the larger, again, low-wage employers who weren't paying those recipients enough so that they could afford adequate care in the first place, maybe figuring out ways for care workers to actually negotiate with them in a different way alongside with the recipients who themselves need their own needs around retirement income and things like that. So to look for strategies to, again, align the demands of care recipients with care workers in terms of targeting the potential sources of revenue as well as the specific needs and definitions of how we define the future of care in the country. So those are like some of the ways that we're just beginning to think about and experiment with. And it is true that
when we're talking about, at least in the U.S. context, immigrant workers who are coming, you know, they're having to negotiate with maybe the recruiter that's bringing them into the country, maybe a particular agency that's assigning them to a recipient, to the care recipient themselves. And we're trying to create it so it's not just an individual set of negotiations for one individual person, but is in fact there are pockets of collectivity where care workers can come together with others and negotiate in a collective way with other care recipients and some of these different agencies that they ultimately are dealing with. And so again, the point of what I'm saying is that in order to discuss these issues, we don't think that there will be a blanket solution for any one municipality or any one state in our country, but the key thing to make sure is in place is that there is a very clear on-ramp for care workers and care recipients to actually collectively negotiate over the standards of care together. Vielen Dank. Ja, ich danke dir sehr, Erika, für dieses Abschlussstatement, das ja nochmal ein paar Punkte, glaube ich, so ein bisschen zusammengebracht hat und vielleicht uns auch Ideen gibt für die nächsten Tage. Ich würde sagen, unser Podium ist beendet, die Konferenz ist aber am Anfang noch. Ich glaube, wir haben in der Diskussion einen ganz guten Eindruck bekommen von der Breite des Themas und auch den vielschichtigen Problemen und vielleicht auch der Herausforderungen, da Dinge zusammenzubringen und auch nach vorne politisch zu diskutieren. Deshalb glaube ich, wir haben dann viel zu besprechen morgen. Ich freue mich sehr darauf und ich kündige noch direkt an, dass es morgen um 10 Uhr weitergeht mit 3 sicher sehr spannenden Eröffnungsvorträgen, wo wir aus erster Person quasi 3 Perspektiven hören, was es konkret heißt, in diesem Gesundheits- und Pflegesystem zu arbeiten und zu sorgen. Wir haben leider nicht die Perspektive einer Person mit Care-Bedarf durch eine Absage, was wir sehr schade finden, auch vor dem Hintergrund der Diskussion gerade. Ich lade euch sehr herzlich ein morgen, es geht um 10 Uhr los und wer pünktlich ist, bekommt auch noch Frühstück. Tschüss. Ja.